White Russian, wir suchen nach dem Sinn. Wir finden ihn aber nicht. Den gibt's aber auch nicht. Ich wollte fast was, du hast fast hast bei du mich da reingebaitet. Jetzt habt ihr beide gleichzeitig geredet und ich habe nichts verstanden von einem von euch. Daddy fragte, meinte hier bei uns oder bei anderen Leuten, ob es da Sinn gäbe zu finden. Und ich meinte, du hast mich fast reingebaitet, da jetzt wirklich an diesem Gespräch teilzunehmen, aber ich habe es mir dann doch noch verkneifen können. Auf der Suche nach dem Sinn. Wollen wir es nochmal sagen? Auf der Suche nach dem Wahnsinn. Weg. Sag ich doch. Wir können uns einfach einen Sinnpelscher holen, dann ist alles gut. Das wäre was sinnlos. Nee, hat mir schon gefallen. Ich finde, wir sollten darüber jetzt mal nachsinnen. Sind wir bereit dafür? Ich fand Cinderella unheimlich toll. Unsinn. Singverein. Naja. Ja, der war ein bisschen weit hergeholt. Ich würdige das. Sind wir denn wieder wirklich wieder so weit? Ich bin fürchte. In der Synagoge. Der war schon ein bisschen gut. Der war super. Ich, in der letzten Folge. War nicht ich kann sinnvolles. Mich entsinnen. Ah. Der war gut. Nee, da war auch nichts Sinnvolles, aber jetzt geht's weiter. Jetzt auch nicht. Ja. Ich habe ja noch keinen aber Namen für den neuen überlegt, deswegen ist das auch okay. Wir können jetzt aber. Wie wär's mit Flamongo? Wie wär's mit Figaro, 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 Figaro? Kann man auch machen. Warum auch nicht? Gut. Na, sag. Viel Spaß und bleib geil, ich wurde abgelenkt, tut mir leid. Bing. Gut, jetzt noch lange. Genau, wer ist, genau, wann vorher? Wolltest du ja noch in den Marienkäfer. War das nicht Maikäfer? War das Marienkäfer? Ja, hast recht. War Entschuldigung, ich bin ruhig, Und dich mit Mitrofan. Dings. Mit einem Kollegen treffen. Ivan Mitrofil treffen. Ah, mit ihm. Ja, mit dem, Trollololo. Und du bist dann auch aufgebrochen. Du warst ja bereit, du hast ja Patches besorgt. Und er wartet dich auch. Er ist schon angeschnallt. Nickt dir freundlich zu. In der Bar ist außer dir ein anderer Ork, ein Zwerg und 4 Trolle. Die Bar ist damit gefüllt. Ansonsten halt, wie gesagt, schön große Türen und Eingänge und so. Und, große Humpen, er bestellt ja auch erstmal, weil er so ein netter Typ ist, noch ein kleines Bierchen und mit der kleines Bierchen meine ich einen Trollhumpen halt. Sehr gut, das hätte ich nämlich auch komisch angeguckt. Sehr gut. Und macht sich dann bequem. Anschnallen nicht vergessen, ne? Ja, ich schnall mich direkt mal an. Das, sieht aus, als hätten wir was vor heute. Was? Nö. Nee, ich mag den Laden bloß, weil hier kann ich aufs Klo gehen. Also ich komme einfach durch und ich kann mich, wenn's mal nötig sein sollte, kann ich mich halt hinsetzen. Das finde ich okay. Also die Klos sind nicht wirklich sauber. Man kann sich theoretisch, wenn es sein muss, hinsetzen und das ist mir einfach wichtig. Ja, finde ich in Ordnung. Aber ich falle da jetzt nicht rein, ne, wenn ich mich da hinsetzen sollte, oder? Sind die alle so groß oder gibt's auch kleinere? Ja, du müsstest sie vielleicht hinhocken, ja. Okay. Du musst stehen. Ja, nice. Du musst so fit bleiben, dass du stehen kannst. Wenn ich mich hier umgucke, wird es schwierig. Das sieht nach Kampf aus hier gerade. Ja, bei den anderen vielleicht, aber ich wollte es heute eigentlich nicht übertreiben. Also ich meine, ich muss morgen wieder raus. Naja. Ich auch. Knast. Kriegst du da einfach. Du hast ja gesagt, es ist nicht so leicht mit Freikriegen. Hast du da jetzt mal irgendwie was gedeichselt? Ja, also, ne. Die beiden Mädels wollen mal alleine quasi was machen, sind in der Stadt. Und da habe ich mir gedacht, so jetzt komm, in der Stadt ist sicher, kannst dich mal raushalten. Hat auch geklappt. Dann muss ich ja nicht mal das Geschnatter antun, ne? In der Stadt ist sicher, okay. Wo sind wir? Ja. Alter, mir fällt jetzt gerade kein Name ein von so einem Laden. Ich kenne bestimmt irgendwie ein paar gute High-Class-Restaurants. Meinst du?
Bestimmt, oder? Ich guck mal kurz auf dein Charakterblatt, was du so kennst. Botanik, Ey, 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 guck mal, als wieder Connection. Feuerwaffen, russische Küche, da könnte ich sagen, okay, sagen wir mal russische Küche und Intuition minus 2. Gib mir mal die Werte, ich hab mein Charakterblatt noch nicht. Ey, Alter. Sehr Frag gut, einfach Flummi. Du hast 2 Würfel, nein, du hast 5. Alter. Oh, 3 Erfolge. So. Na hier, der Gourmet. Ja, die sind im Gourmet. Oh ja. Da kann man schon bestimmt gut essen. Also. Puh, keine Ahnung. Aber soll auf jeden Fall sicher sein, also von daher ist es okay. Ja. Und ist das da so eher unter der Hand, dass du da jetzt mal freikriegst? Oder ist das schon offiziell? Ja, klar. Nee, ist, Also wie immer. Ja, ich verstehe. Das, ne? Ja. Haben wir so geregelt, als wenn ich... Also, ich hab's dahin gefahren, hab dann die Umgebung im Auge behalten und bin dann, hab sie dann wieder abgeholt. Verstehst? Ich verstehe. Gut, Prost! Prost! Na, also, ich komme zum Glück recht gut mit ihr klar, mit den beiden klar, also von daher, dann geht das auch mal. Ich fand ja, die Pläne wirkte ja schon ganz schön unangenehm. Dich aufs Eis schicken und so, ich weiß auch nicht. Ja. Kinder in der Pubertät. Weißt du, und Gänse. Dann lässt du dich alleine irgendwo klingeln und dann musst du dir irgendwie ein Föhn holen, also das Heizding und bleib draußen stehen. Moment, Frau Rotti war da dabei. Entschuldigung, ja, Trolli, nein, aber... Ich weiß. Ach so. Lass mich bitte zu Ende reden. Und weißt du, entschuldigt sich nicht mal bei dir und steht nicht mal selbst irgendwie gerade, wenn sie dich da irgendwie quasi rauszwingen und so, finde ich nicht in Ordnung. Also, die Mädchen, also die Leute, die etwas höher gestellt sind, die sind halt was Besseres. Weißt ja. Die müssen sowas nicht. Ne? Na, stimmt schon, aber wenn das also, halt, also so ein jeder normale wenn die solide gemacht, wäre, also. Na, wenn die solide wäre, finde ich, dann hätte sie das auch gemacht. Also der Junge da zum Beispiel, der mit wohnt, der ist ganz okay. Echt? Der würde da sogar sagen, hier, Entschuldigung. Das reicht ja schon eigentlich. Ja, also bei uns ist, bei S-Kreis auch meistens eher so, die Leute denken dann, die hätten, ne, würden ihren Status verlieren, wenn sie sich halt runterbegeben. Ne, du musst halt immer das Beste geben, muss immer der Geilste sein. Und dann, das ist halt, ne? Und aufs Eis laufen und dich dann dazu bringen, ja, dass du einbrichst, ist das Beste. Ja, Junge. Wie ist das denn hier, ist das so ein netter Kerl? Also, wäre jetzt auch mitgekommen, sagst du, oder was? Wie, also hierher? Nicht. Ich finde, der ist okay, man kann sogar mal ein paar Worte mit dem wechseln, wenn Kinder hinguckt. Der macht keinen Scheiß großartig. Ja, der Typ, genau. Also ich finde, der klingt eigentlich netter als sein Vater und so. Echt? Ist der Vater so ein Arsch? Der Vater ist schon ein ziemlicher Wichser. Also, okay. So ein Typ, der halt, glaube ich, nicht viel kann, aber ihn macht auf dicke Hose und... Boah, so ein Prolet oder was? Also halb so ein... Ja, also eigentlich schon. Ja, kann man echt, so sagen. Kotzen sowas. Welche Typen kann ich nicht ab? Was hat er denn so gebracht? Bitte? Was bringt er denn so, der Idiot? Ach so. Ich weiß nicht, so die ganze Sache mit seiner Frau und seinen anderen Frauen und so. Weißt du? Hey. Und ich mach's halt nicht geheim genug, sag ich mal. Ich finde, da muss man ein bisschen aufpassen. Und gerade, ich weiß auch gar nicht, was die mit dem will. Das ist eigentlich so eine gestandene Frau, weißt du, die hätte sich da hingestellt und hätte gesagt, ich mache jetzt hier den CEO oder was weiß ich von irgendwas kleben oder was weiß ich auch, was immer die gemacht hätte. Keine Ahnung, was sie überhaupt studiert hat oder so. Und dann heiratet die den und macht jetzt eben auf Hausmutti. Also, weiß ich nicht. Und die ist auch irgendwie, hab das Gefühl, die ist zu klug für den. Und die ist. Ja, hat er sie denn irgendwie in Grip oder so? Also. Irgendwas muss ja, die hat seit ihrem Studium halt nie gearbeitet. Die kommt nirgendwo mehr rein. Wenn sie den nicht hat, dann hat sie kein Geld. Na, oh, scheiße. Und ist ja schon ein Lebensstil. Also guck dir die Putze an, die sie haben schön im Grün und ja, also. Ja, das ist schon geil. Das ist schon cool. Das ist eine coole Gegend. Mhm. Würde ich auch wo gern wohnen. So ist ja nicht. Aber wenn das so ein Spaß ist, also,
Sagst du andere Frauen? Also ist, geht er zu den Nachbarn oder was? Oder was macht er da? Nee, nee. Ich glaube, der hat da schon öfter mal welche so hier in der Stadt. Aber ich weiß, genau das weiß ich nicht, aber also A kriegt man es immer mit. Weil einmal kam er nach Hause und da ist halt fast ein Blumentopf aus Versehen auf seinen Kopf gefallen von oben. Und sowas. Oder da ist er dann leider mit ihrem Wagen gegen seinen gefahren. Weil gerade das hier, da der Pilot hat da irgendwie wo gesponnen und so, so kriegt man das mit. Oder wenn halt die Nachbarn tratschen, weil du stehst halt im Garten, machst irgendwas und da kommen die vorbei und labern halt, dann kriegst du halt eigentlich alles mit. Und ja, da genau. Scheint da wohl schon, da scheint sich da auch an ein paar der Nachbarn, also der weiteren Nachbarn, nicht die da mit dem Haus wohnen, rangemacht zu haben. Wollten ja auch nicht. Weil die, glaube ich, auch wussten, dass das noch sein kann mit dem. Naja, ist doch so erbärmlich sowas. Da kann ich nur drüber lachen. Hahaha. Ja. Muss das sein. Kein Ding. Nee, das ist, nee, das ist so lächerlich teilweise. Das ist, darf man das gar nicht erzählen, das passiert ja häufiger, ne? Hatten wir ja auch schon. Also, da hat der Typ doch wahrlich, also, ne? Schön in Deutschland war das. Ne? Da hat der Typ doch wahrlich versucht, quasi mit der Frau seines Chefs zu die Frau seines Chefs zu knallen, ohne es zu wissen, dass es die Frau vom Chef ist. Alter Schwede, ey. Ja, aber dagegen kannst du ja nichts sagen. Also, ich meine. Naja, hättest du die Frau gesehen. Nee. Aber ja, er wusste, und er wusste nicht mal, dass es die Frau vom Chef ist. Ich meine, hätte das geklappt, ne? Wäre perfekt Aufstiegschance gewesen. Nee, ja, aber ich meine. Kannst ja, musst du ja jetzt immer einen Hintergrundcheck machen bei jeder Frau, das ist ja auch doof. Ja, aber bei Weihnachtsfeier. Ja, da könnte man schon mal gucken, ja. Das kriegt man doch mit, Mann. Ja, das sollte man eigentlich mitkriegen. Aber Schnaps gefährlich. Ich sag's immer, mit dem Wodka, Leute, das mit den Saftgläsern, das funktioniert nicht. Ihn können wir, oder? Komm. Ja, ihn. Ich würde sagen, ne, hier, wie läuft das? Also wirklich Hunde laufen kann man ja hier nicht dahin, aber bringen die das rüber? Ja, bestimmt, oder? Machen sie schon, aber weißt du, am Anfang des Abends stehe ich immer noch mal auf. Steige ich mal kurz aus dem Zug, gehe da mal rüber und dann steige ich mich wieder, ein, schneide mich an und dann geht's weiter. Ja dann, ne, ich hole da mal die nächste Runde, würde ich sagen. Was willst du denn? Ich habe gesagt, ich hole die nächste Runde. Also, ja, also du willst bestimmt ein Bier. Ja, hol mal ein Bier und hol mal ein Kräuter. Jo. Ne, mach mich auf den Weg, hol dir zwei Bier, zwei Kräuter. Jeweils in Trollzeit. Und dann pflanzen wir uns wieder hin. Wenn ich Junge verstehst, also verträgst du es überhaupt? Ja, schon. Ja, komm. Ich darf nur einmal im Monat, da muss es auch knallen. Das stimmt. Man trinkt ja auch nicht, um nichts zu merken. Man trinkt ja nicht, weil es schmeckt. Genau. Ja, dann rein damit. Und ich bin ja auch kein Mensch, nicht wahr? Ja, das war. Prost. Prost! Ja, ich muss ein paar Mal öfter schlucken. Für das Glas. Doch, doch. Aber immerhin, ich verziehe ein bisschen das Gesicht, weil doch ein bisschen eklig so viel auf einmal. Oh, und die Kräuter, Junge, die gären im Magen erst richtig nah. Entfaltet sich erst der ganze Geschmack beim Rülpsen. Richtig. Boah. Gottchen. Die Portionen sind doch ein bisschen groß. Aha. Aber geil. Man darf sich halt nicht übernehmen. Man muss sein Limit kennen. Boah. Das kommt schon. Nee. Und sag mal, irgendwas habe ich nicht verstanden. Die. Was? Wie alt ist jetzt deine hier Arbeitgeberin da, die Kleine? Das waren, glaube ich, 16, oder? 17. Ah, 17. 17. So, die ist also 17. Wieso hat die ein Kindermädchen dabei? Benimmlehrerin und so. Ja. Ja, muss halt auf die richtige Spur gebracht werden, weißt du? Und, aber wenn man es mit 17 noch nicht verstanden hat, was soll denn da noch passieren? Das sind Firmenrichtlinien, weißt du? Das ist halt so, die Leute werden so lange getrimmt, bis sie volljährig sind und dann sind die auch gut für die Firmenleitung. Achso.
Also wirklich, die achten auf jeden Scheiß da, das ist Wahnsinn. Aber hätte da nicht statt ein Ausflug und einer Benimmlehrerin vielleicht eine Trachtprügel von den Eltern mehr geholfen? Meine Meinung oder Firmenpolitik? Also ja, wenn ich Firmenpolitik hören will, dann kann ich mir da was angucken oder so. Also ganz ehrlich, Firmenpolitik, ja, da wird die gefressen. Ich meine, der Boss sieht alles. Der weiß alles, der hört alles. Ich guck mich so ein bisschen verschwoben um. Zum Glück nicht hier, hoffentlich. Ja, fuck, Alter. Ja, ne, also von daher, man versucht es halt schon mit einem gewissen Druck dahinter, weil sonst sieht man halt schlecht aus, ne, also. Das Beste oder gar nicht, meinst du? Richtig, und ne, kommt halt scheiße in der Öffentlichkeit, wenn man sagt, so, hey, die Manager von SK, die schlagen ihre Kinder, das kommt nicht gut. Und deswegen geht das halt alles so. Aber hast du da schon mal versucht oder drüber nachgedacht, dir woanders Arbeit zu suchen? Weil das klingt ja gar nicht so geil. Ja, eigentlich, das ist schon geil. Also, ne, man hat ein Streifungsmoment, man weiß, was man machen muss. Das läuft. Ja gut, ich meine, ich steige auch nicht so weit auf, dass ich halt, ne, ihm mal begegnen könnte und dann gefressen werde oder so. Das ist wie so ein Gerücht, denke ich. Das klingt jetzt schon ein bisschen ambivalent, was du erzählst. Das klingt schon ein bisschen ambivalent, was du hier erzählst. Was warst du? Was? Ambi was? Das klingt als, also du erzählst hier gegensätzliche Sachen. Ach so. Mann. Ich dachte, ja, so ein Wort, da kann ich immer Eindruck schinden und dann kennst du das einfach nicht, das ist auch blöde. Hey Gott, hab ich eine Benimmlehrerin gehabt? Hast du? Sehe ich so aus? Aber wie, du musst doch eine gehabt haben, weil du bist ja jetzt quasi mit diesem hohen Kind unterwegs und da musst, also ne? Ja, komm. Also, ich stehe normalerweise stehe ich ja nur in der Ecke und sag nichts. Deswegen, also, sieht man da nicht so ganz so eng. Also fürs Rumstehen Geld bekommen, das klingt eigentlich auch nicht schlecht. Naja, es kommt halt drauf an, wenn es halt hart auf hart kommt, ne, dann geht's auch einmal durch die Tür. Kamst du mal hart auf hart? Es gab so Situationen, ja. Erzähl mal. Ja, was soll man großartig erzählen? Das ist halt, das klingt jetzt vielleicht völlig lächerlich, aber da kam halt so ein Typ an. Also, das war eine andere Person, das war nicht jetzt, ne? Aber, ne, früher, der hat die wirklich die ganze Zeit angestarrt, kam auf sie zu. Und dann, ne? Also, wirklich, die hat sie die ganze Zeit angeguckt und kam auf sie zu. Und dann dachte man sich so, scheiße, okay, der zieht gleich ein Messer oder sowas. Und dann, ne, habe ich den auf den Boden geschmissen. Und dann stellt sich raus, der Typ ist blind und konnte sich nur einfach keine Augen leisten. Der wollte sie halt einfach nur, ne? Der hat das nicht gesehen, dass da sie ist und dass sie die ganze Zeit anstarrt. Also wirklich so komplett leeren Augen und so weiter, ne? Ich meine, das hat schon so einen Moment gegeben, so, das war schon nicht gut. Fuck, Alter, klingt echt. Nee, okay, doch nicht nur rumstehen, macht keinen Spaß. Will ich nicht. Ich bleib bei meinem Pflänzchen. Genau. Ja, ich meine, das war jetzt auch so eine Situation, das erlebt man nicht häufig, ne? Das hätte natürlich auch komplett anders ausgehen können. Aber ich sag mal so, Pflänzchen sind auch schon geil. Ja? Sind ruhig, machen keinen Stress. So. Ja, ist richtig. Nur die sich dann angucken. Die sagen dann immer, na hier, das geht gar nicht. Da musst du anders schneiden und mehr zurückschneiden, weißt du. Ich mach das schon ein paar Jahre, weißt du. Und dann kommen die an und wollen dir was erzählen vom Pferd oder so. Ich muss ja mal sagen, das ist ein Hobby von mir. Ne? Ich habe einen kleinen Garten zu Hause. Ne? Also, das ist ein Hobby von mir, deswegen, also, mache ich auch gerne. Hast du noch ein paar Tipps? Du, ich kenne mich halt mit den ganzen Tierpflanzen aus, aber sonst nicht so. Tierpflanzen? Na hier, Rosen, Dettinger, ich hasse dich, Rhododendron, Zypressen. Chrysanthemen.
Goldregen, Blauregen. Ich habe jetzt letztens versucht, die Rosen zu veredeln, die ich hatte. Ich weiß sogar, wovon er redet. Ja, ich auch. Das ist das Gute daran. Ich weiß nicht, also ich habe den Schnitt nicht vernünftig hingekriegt. Also, wie macht man das vernünftig? Also, ich habe mir natürlich AR-Sachen angeguckt, aber irgendwie... Also, das, was in der AR steht, ist schon mal Quatsch. Du kannst Regeln da festzusetzen, halte ich gar nicht für so gut. Du musst es über mehrere Jahre ausprobieren. Dann wird es halt mal ein Jahr nicht so, aber immer ruhig mutig sein, ruhig mehr wegschneiden und immer unterm ersten Fortsatz. Verstehst du? Wurmfortsatz? Unterm ersten abzweigenden Stängel. Ich wollte jetzt hier nicht Terminologie bringen, weil ich nicht wusste, ob der neue Trieb kommt. Da, wo der neue Trieb kommt. Untenrum, verstehst du, Mann? Der Trieb, ey. Der hält mich nachts immer wach. Der neue Trieb. Ich hätte mit diesem Gartenthema nicht anfangen sollen. Ich merke das schon. Das ist richtig. Aber hey, du rettest dich gerade ganz gut. Das sind so meine Tipps. Okay, ja, es ist... Okay, versuche ich dann mal. Und sonst? Also, ich meine, das klingt ja schon mal gar nicht so verkehrt, aber gibt's da noch was? Meinst du im Garten? Ja, also ich meine, du machst ja, also gut, du hörst natürlich auch viel, was die anderen erzählen, aber ich meine jetzt, was soll ich das erzählen, so? Ich verstehe die Frage nicht genau, was meinst du denn? Ja, ich meine, das ist ja ein... Was machst du denn da den ganzen Tag? Also ich meine, veredelst ja nicht nur Pflanzen wahrscheinlich. Nee, gerade im Winter nicht. Aber da ist auch immer was am Haus zu tun, Dach und so, dann machst du mal die Fassaden. Kam auch schon mal vor, dass... Und dann, also der Kram, der halt so nebenbei so unter der Hand läuft. Da ist besser die einen, die fahren in Urlaub ab und zu mal, weil haben halt gut Kohle, passiert jetzt auch mal. Und da ist dann, das ist voll abgefahren, das ist folgendermaßen, ne? Da hast du die eine Familie mit dem ganz okayen Sohn und die andere mit der Opernsängerin. So, die fahren in Urlaub. Mhm. Die nehmen, da kommen die Eltern von dem Sohnematz, kommen da mit 2 Tage und fahren auch irgendwo anders hin. Und die nehmen ihre eigene Zimmermilch nehmen die da mit. So. Ne, pass auf. Die andere, die Opernsängerin, die hat ein Kindermädchen. Das bleibt dann da und guckt ab und zu mal mit nach dem Sohnematz von den anderen. Das finde ich total abgespaced. Und dann kommt es halt manchmal vor, dass sie sagt, oh, hier... Hab gerade, die hat so ein paar auch persönlichen Stuff. Wenn die da mal, da hatte die mal keine Zeit, da musste ich dann mal nach dem Dude gucken und das, der hat mir dann, vielleicht hat er mir einen kleinen Fuffi gegeben und ich habe gesagt, okay, easy, ich guck heute Abend mal, das hast du alleine mal deinen Spaß. Ich kann's mal, holst du mal jemanden von deinen Dudes ran, hat er jetzt leider nicht, ne? Aber, und dann gehe ich mal woanders hin. Hat er gesagt, könntest du mir vielleicht, ich bin ja noch nicht ganz so alt, bringst du mir vielleicht ein Bierchen mit? Da habe ich gesagt, okay, aber übertreib's nicht, ich bringe dir ein Sixpack mit. Kenn dein Limit. Ne? Na sicher, klar. Die waren halt lange genug weg, er hat nämlich sein Limit kennengelernt. Also, sehr cool. Also, er hat mir direkt einfach in den Rasen gereiert. Mann. Von einem Sixpack. Ja, der hat sich das an einem Arm verdichtet, da war der 15 oder sowas und noch nie Schnaps oder Alkohol getrunken. War natürlich schon raus, der Junge. Alter Schwede, ey. Kann ja mal vorkommen. Ja, von einem Sixpack? Mensch, der Junge, der wiegt nix, der war 15, erstes Mal Alkohol, 6 Bier, finde das schon solide. Hat sich, ich finde, er hat sich schon angestrengt. Oh, gut. Und der war alleine oder was? Naja, genau, weil seine Eltern waren ja mit den anderen im Urlaub da und sind dann auch irgendwo anders hingefahren. Und das Hausmädchen hatte ja da ihren Personal Stuff, deswegen musste ich nach dem gucken. Das ist halt, weiß ich auch nicht. Also ja, ich meine, A, sau arschig von meinen Eltern und B, hat er keine Freunde? Ich glaube, der hat so ein paar Leute, mit denen er mal irgendwie zockt, aber Besuch oder so gar nicht, kennt er halt nicht so richtig jemanden. Und arschig, keine Ahnung, ich glaube, der hat sich tierisch gefreut, dass sie mal aus dem Haus sind. Ja gut, das kann natürlich auch sein. Also, der ist 15, der hat vermutlich erstmal zu allen möglichen Zeiten, hat er sich erstmal ihn runtergeholt, vermutlich, wo sonst Mutti reinkommen könnte plötzlich. Oh ja, und wahrscheinlich an allen möglichen Stellen im Haus. Wie bist du denn drauf? Also, ja, keine Ahnung, aber... Was, in der Küche oder was? Also das ist doch...
Ich finde, ich Joghurt nicht. Isst man im eigenen Zimmer und nirgendwo sonst. Boah. Nie wieder Joghurt, Alter. Der schöne griechische Durst, der ist so cremig, sämig. Zicke. Mit Stücken drin. Okay. Goldgelbem Joghurt. Honig. 8 Stunden nach. So. Ja. Jetzt ist mir schlecht. Yes! Sehr gut. Ich verstehe dich nicht. Ich muss gerade mal meine. Wieso ist mein Mikro grau? Meine weiße Schokolade weglegen. Hallo? Hallo, ja? Okay. Wir hören dich? Ich habe gerade den falschen Knopf gedrückt und habe geredet, aber ist nicht so schlimm. Schön. Das kannst du öfter machen, ne? Dann wird's für alle entspannter. Genau. Kickt euch! Siehst du, genau deswegen wird's für alle entspannter. Eben, du bist mal völlig Button. Unentspannt. Entspann dich gefälligst! Genau. Trink mal mehr. Entschuldigung, was? Trink mal mehr. Dein Bier schon wieder fast hier. Ich meine, ne, du als Troll solltest langsam aber sicher mal nachziehen. Ach du, nee. Trink heute hier meine 2 Bierchen und dann werde ich vermutlich das ausklingen lassen. Ich muss morgen wieder, weißt du? Ich müsste morgen mal gucken, da ist ganz viel Moos und so ein Gedöns zwischen dem Mosaikteil da, weißt du, wo der Wendeplatz ist. Das müsste ich morgen mal rauskratzen. Da kann ich jetzt nicht, weißt du, nicht übertreiben. Wir wollen ja nicht, dass das Arbeiten noch unangenehmer wird als sowieso schon. Ja, das stimmt allerdings. Aber ey, lass dich, heute ist ein Freitag, lass dich nicht abhalten. Hier sind alles korrekte Typen. Sauf dir noch einen. Das hatte ich vor. Also, ne? Saufen. Finde ich gut. Ja, dann Prost. Ist grad, ich muss gerade überlegen, fragen, wie ich den jetzt wieder dazu bringe, noch ein bisschen mehr auszuplaudern. Ihr könnt die anderen, ihr könnt, wenn ihr wollt, nur wenn euch schon was einfällt, was ihr spezifisch wissen wollt, fragt. Also gebt das Daddy weiter, ist okay. Wir sind ja nicht in der Vergangenheit. Steh nicht so an, Mann. Du warst aber zu dem Zeitpunkt, wo Daddy das Gespräch hatte, auch wieder von deinem Trip runter und hättest in der Konferenz sein sollen. Billy war beim Spiegel abschlecken, Alter. Ja, aber nach 4, 5, 6 Stunden? Das war Hardcore-Zeug, hast du gesagt. Naja, aber das ist dauert ja deswegen nicht krass länger, du hattest ja relativ wenig. Moment. Klär mich auf. Klär mich und den lieben Zuhörer, die liebe Zuhörerin auf. Wenn du mehr nimmst, kann es durchaus länger halten, aber wenn es Good Stuff ist, hält es auch trotzdem genauso lange. Es ist bloß krasser. Oder nicht? Es kommt immer aufs Material an. Das kommt immer ganz klar aufs Material an. Wenn das Material gut ist, dann, sagen wir mal, der Reinheitsgrad, das hatte ich jedenfalls so von deiner Rede verstanden, war relativ hoch, was dann wiederum bedeutet, dass die Menge nicht ausschlaggebend ist, beziehungsweise in dem Fall ja egal, sozusagen. Selbst wenn du einen kleinen kleines Näschen wegziehst, ist der Effekt trotzdem größer, als wenn du gestrecktes Material hier... Ja, jetzt ist es wiederum richtig. Ich sage, okay, du bist raus. Also nee, du bist voll da. Voll raus aus der Nummer. Voll da! Billy danced im Club gerade auf der Box wahrscheinlich. Packt ihren Schwengel aus und lässt den Free Willying. So sieht's aus. Bär! Hubschrauber, los! So, Daddy, möchtest du noch was wissen? Sonst würde ich jetzt nämlich wieder langsam zu den anderen sliden. Quasi in die Zukunft. Ich bin noch im Kopf voll bei der Arbeit, das ist das Schlimme. Nö, gerade nicht. Darf ich später nochmal wieder drauf zurückkommen? Nein. Aber man könnte sich später nochmal mit dem treffen, irgendwann, wenn es nochmal nötig wird. Das ist okay. Weil ihr habt, wie gesagt, eine Menge Zeit, ihr werdet es nicht sofort morgen machen. Mhm. Was denn? In Run. Ach so. Was? Ach so, ja, der Hund. Juti, dann würde ich sagen, wir cruisen jetzt krass in die Vor- in der Zukunft. Das haben wir mit den Zukunftszonen. Ich möchte nicht den Batman-Ton nehmen. Oh. Haben Sie damals den Hund auch mitgenommen oder haben Sie nur den, also? Ich weiß nochmal. Den Hund, haben Sie den auch mitgenommen zum Urlaub? Oder ist er bei mir nee, um Gottes Willen, das ist ja anstrengend. Der Hund bleibt zu Hause. So, der gehört auch dem Jungen, oder was? Ja, schon. Also, es ist irgendwie, wenn er Hausarrest kriegt auch manchmal dann hier, also kann er sowieso nicht mit dem Hund rausgehen und manchmal kriegt er dann noch Hundeverbot irgendwie, aber prinzipiell mit dem Hund zu Hause.
Kannst ja in Suborbitalflüge, so ein Hund ist auch immer so eine Sache. Ach Gott, wo sind sie denn hingefahren auf ihrer Reise? Ah, meistens Europa, gar nicht so weit oder sowas in der Richtung, aber suborbital schnell, verstehst du? Okay. Wenn man Geld hat. Ja, was kostet die Welt? Das war mir auch manchmal. Beauty, pass auf, Zukunft. Ne. Nimm doch den Badminton nicht. Ne. Ich hab's hier grad gelinkt, was wir... Sehr gut. Schreib mal aus! Geht das bei euch? Könnt ihr euch das anhören bei euch? Oder ist das geblockt bei YouTube bei euch? Das lädt noch. Captain Future, Mann. Ja, Mann. Geht. Ja, es ist von Christian Hahn. Ich weiß nicht, ob da Copyright drauf ist. Ich denke schon. Ich denke auch. Ich denke, wir haben auf egal, irrelevant. Nein, wir haben immer alle Rechte beachtet. Zukunft. Ihr kommt aus dem Spa und ihr könnt euch jetzt alle kurz schließen und jetzt Shepherds vermutlich auch. Ja, jetzt wir können uns am besten treffen. Soll ich also mal ganz kurz, pass auf. Ihr habt ganz zufällig versucht, euch alle gegenseitig anzurufen. Dann ist die Leitung bei euch belegt. So, ich war nämlich schneller. Billy hackt alle Comlinks und hat euch in der Leitung drin. Hallo! Moin. Raus aus meinem Kopf! Bonchanne! Dann mach doch dein DNI aus. Wenn wir treffen uns jetzt. Ja, wo denn? Wir müssen dich, glaube ich, abholen. Achso, okay. Jüse, kannst du mich trotzdem du kannst mich trotzdem abholen. Nee, ich komme ja gerade mit Jojo, wir sitzen ja zusammen im Auto. Oh. Wir kommen ja gerade aus Silvergrad. Ja, fahre ich mit Taxi. Musst du wohl tun, so, ja. Wie viel in der Zukunft sind wir jetzt eigentlich? Wie bitte was? Ja, wie weit sind wir in der Zukunft sind wir eigentlich jetzt? So. Habe ich noch eine Karte oder nicht? Nein, um Gottes Willen, du hast eh die Patches gehabt. Das sind noch, sagen wir noch, ein, zwei Tage. Ich habe jetzt das Datum, habe ich jetzt einfach festgelegt. Das ist mir alles scheißegal. Was? Achso, okay. Auf jeden Fall also, kein der Marsch Karte war auch ganz geht. Cool, sagst du. Der Marsch war, richtig kacke. Der Marsch war echt, naja, wie ist denn das zu marschieren in einer bekackten Uniform, die nur so mittelmäßig sitzt und so weiter und dir vorher das Gesicht verschönern zu lassen und sowas, ist einfach nicht geil. Und dann noch Marschmusik. Nein, war nicht cool. Es gibt Leute, die stehen da drauf. Steht Kaban drauf. In der Reihe und Glied. Okay, gut, dann war's cool. Cool. Willst du unbedingt mal wieder, also ich meine. Ja, hat er schon lange nicht mehr mitgemacht. Er kann das erstaunlich gut. Das ist richtig. Also gut, ihr holt euch nicht ab, sondern ihr trefft euch bei Jojo. Oh, können wir bitte das nehmen, Düse, das ist viel geiler. Ja, bitte. For the future now. Auf jeden Fall. Leute, wir müssen jetzt irgendwie mal langsam einen Plan hinkriegen. Oh, jetzt die Madame, jetzt greift sie durch. Ja. Ja, dann noch mal raus. Ja, Herrin. Naja, so. Erzählt mal erstmal, was denn hier in letzter Zeit passiert ist bei euch. Nicht viel. Ich war nur vor im Club und hab ein paar Background-Infos gekriegt und hab die an Jojo weitergetragen und sie hat dann die weitergetragen und alles ist okay. Pursuf, wir waren im Schwimmbad, deswegen haben wir auch noch nasse Haare. Im Spa. Im Spa, genau, im Spa. Und ich trug eine Badehaube. Auf jeden sind die Nachbarn am 20., glaube ich, vom 20. bis zum 29.02. sind die weg, also hier die Fedotovs. Und ich glaube, die Eltern von dem Jungen, die kommen mit, zumindest für irgendwie 2-3 Tage oder so, keine Ahnung, oder länger, okay. Was weiß ich. Und die, ich glaube, da bleibt dann auch nur das Kindermädchen da. Und der Hauslehrer guckt wohl manchmal nach dem Jungen. Und das heißt, da haben wir echt eine Chance, da was zu reißen, denn ich weiß noch nicht, ob ich den Kleinen dazu überredet kriege, wahrscheinlich traut er sich nicht, aber... Das Kindermädchen, von der wissen wir ja, dass die da noch ihren Vater oder irgendwas anderes pflegt. Und die verdient echt lausig Geld. Also so 1-1 ist echt nicht viel, besonders wenn du da noch jemanden hast, auf den du mit aufpassen musst. Vielleicht kriegst du auch irgendwie... Ich will dich ungern unterbrechen. Ich rede gerade. Ja, ich weiß, deswegen sage ich ja, ich will dich ungern unterbrechen. Aber du tust es. Ja, es tut mir auch echt Schmerzen in der Brust verursachen fast. Tut's eh nicht. nicht wirklich. Auf jeden Fall... unser kleiner Freund, der Troll, Gärtner, der passt dann, wenn die Eltern und die Nachbarn weg sind,
Mini-Pli. Genau. Der passt meistens dann auf den Jungen auf, weil halt die die Kinderdame da quasi ja so viel Private Stuff hat, quasi. Chillig. Auf jeden Fall war mein... Und der ist ziemlich... Das ist ein ziemlicher Bro von dem so von dem Jungen. Was ist der? Die kommen gut miteinander klar. Und hin und wieder gibt der dem auch mal... Also, der Kleine gibt dem Gärtner dann mal vielleicht Geld und dann kauft er sich halt Bier und kauft sich dadurch halt ein bisschen Freizeit allein zu Hause. Das ist ja doch nicht so dumm, wie er manchmal aussieht. Ja, richtig. So, also, ne? Das wäre die perfekte Möglichkeit, seine neue Freundin ins Haus zu bringen. Moment, wer redet hier von Freundin? Läuft bei dir. Und Karma Abzug für diesen Satz. Auf jeden Fall. Karma jetzt weniger. Minus eins. Ich verliere welchen. Auf jeden Fall. Fallen noch mehr Haare aus. Unten rum. Genau. Natürlich schon rum. Oh, ich lasse ihn jedenfalls nicht mehr rasieren. Na, die. Was? Alter. Boah, Junge. Es gibt Grenzen. So, Entschuldigung. Joghurt. Irgendwer muss doch mal Mann bleiben. Genau, ich war stehen geblieben bei untenrum. Nein. Auf jeden Fall, wenn der Kleine wirklich zu Hause bleibt, dann kann man den vielleicht sogar dazu kriegen, irgendwie mal eine vielleicht etwas größere... Nein, ich weiß noch nicht, ob ich das schaffe, aber wenn er sich ein paar Leute ranholt und ein bisschen Alk und da kann man ja so ein bisschen was vielleicht... Der hat kaum Freunde. Ich weiß, dass der kaum Freunde hat. Aber... Hat er nicht irgendwen auf der LAN-Party kennengelernt? Ah, schwierig. Das ist irgendwie alles nicht so richtig. Das Ding ist nur, ich weiß, dass der wenig Freunde hat, aber wenn man Partys schmeißt, wird man im Regelfall auch zu Partys eingeladen. Man lernt Leute kennen und oft sind einem die Leute dankbar, wenn man sowas mal nutzt. Es kann sein, dass er da zu viel Schiss vorhat, sowas zu machen. Und dann müsste es halt entsprechend dummerweise irgendwie über die Matrix oder in der Schule oder irgendwie verbreiten. Das heißt, die Eltern könnten es rauskriegen. Es ist halt die Frage, was ihm das wert ist. Aber der muss auf jeden Fall eigentlich ein paar mehr Leute da haben. Dann ist er nämlich abgelenkter und dann wird es leichter, weil dann auch mal man nicht immer auf alles achtet. Weil man ja so viel hat, worauf man achten muss. Und der Plan ist... Also ich sag mal, ich weiß noch nicht, wie man ihn dazu kriegen könnte, mal ein paar Leute ranzuholen. Das ist echt kompliziert, glaube ich, weil der echt ein Einzelgänger ist. Aber es wäre für ihn zumindest mal eine gute Chance, irgendwie da auch mal ein paar Leute und so weiter und so fort. Also vielleicht nicht ganz so dingsig, wie er bisher ist. Also wie weit und wie intensiv ist eure Beziehung? Na, ich habe ein paar Mal mit ihm geredet. Er ist dankbar, dass jemand mit ihm redet, der ungefähr in seinem Alter ist. Und ich habe ein bisschen jetzt mit ihm geschrieben in den letzten Tagen. Keine Ahnung, schwer zu sagen. Spielleiter, wie eng ist denn die Beziehung? Ziemlich so. Also ich meine, er hat nicht viel... Also du kannst dich mit ihm auch mal über andere Sachen unterhalten als über Epic Gunstars. Das ist natürlich schon mal ein Pluspunkt. Ja, gut. Aber viel mehr ist es auch nicht. Also ich meine, ein paar Tage Chat halt und du bist im Urlaub da und ja und bla. Hattest du nicht also gesagt, dass er sie auch gepokt hat die ganze Zeit, so nach dem Radiergummi-Prinzip? Ein, zweimal. Aber nur, also an dem Abend, aber dann später im Chat nicht mehr. Ja, er mag sie aber. Findet sie auch attraktiv, würde ich das jetzt deuten. Möglicherweise, genau. Er ist wie alt? 17? Sie ist weiblich. Ja. Also alles? Aber das heißt erstmal nichts. Nicht so wie du. Ja. Das heißt, und jemanden attraktiv finden heißt ja trotzdem nicht, dass man sofort die Kontrolle über alles von nee, Jordi. Aber das heißt... Erinnerst du dich noch dran, wie du warst, als du 17 warst? Richtig, erstmal das, du verlierst die Kontrolle über alles. Vernünftig. Nein, mit 17 warst du eigentlich schon aus dem Schneider. Oh. Nicht alle. Oh. Personal Details! Nein. Sehr gut. So wie er lacht, ist er jetzt noch nicht besser. Hm? Nichts. Du wirfst ihn gerade mit der Dekonstruktion. Das ist schön, dass ich hab ihn gerade nicht gelacht. Wow. Wo kommen die her? Nein, mit Scheißhaufen, die ich vom Motorhauben aufgesammelt habe. Alter.
Was ist denn das? Pack... sein jetzt hier? Ja? Die packt wieder aus, ey. Alles dran, also, okay, Bremse. Wenn ich auspacke, du, dann gehst du aber laufen. Da bricht der Eichentisch zusammen, sag ich dir. Ja. Genau. Läuft. Also, mein größtes Problem ist, dass ich echt, also, was heißt, man kann halt mal ein bisschen labern irgendwie, aber es ist jetzt auch nichts, was ich jetzt sagen würde, hier, bester Kumpel und so. Also, bei Gott, nicht zum, bekannter. Zum Thema Truffen drüber habe ich noch das Guso-Blatt gekriegt, ne? Also wir hätten da noch, ich habe von Guso so ein Blättchen bekommen, ich das könntest du... Ich will nicht mit doch? Den Vögeln! Bist du bescheuert? Truffen drüber, hier, komm, nimm mal einen fürs Team, das hast du auch vor kurzem zu Kaban gesagt, jetzt machst du mal gerade selber hier. Ja, aber wenn ich das zu Kaban sage, ist das cool, wenn du das so zu mir sagst, hallo? Ja, klar, soll ich jetzt hier mit Kindern cool ficken, oder Doppelstandard. Was? Doppelstandard, ah, stimmt. Du hast ja jetzt Grenzen zu überschreiten. Du kannst ihm ja magisch einen runterholen. Wow. Nein, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass wenn du sagst so, hey, wie wär's mal mit einer Party, ist auch cool, bla bla, könntest du den in die Richtung stupsen, weil, hey, ein Mädchen beeindrucken, was, ne, und so weiter und so fort, haben früher doch alle mal gemacht. Und dafür ein bisschen Scheiße auf Buckel geladen. Hm. Ansonsten muss ich tatsächlich einfach irgendwann mal zu ihm gehen und irgendwie mal ein Sixpack Bier mitnehmen oder Alkopops. Und so musst du offiziell wissen, dass er sturmfrei hat. Also muss er jetzt irgendwie verkickern. Das weiß ich jetzt noch nicht, aber das wird er mir bestimmt irgendwann mal sagen. Und dann nehme ich einfach den Joint mit. Läuft. Und vielleicht, Der verträgt auch nicht allzu viel. Also der hat ja von einem Sixpack hat er gekotzt letzte Mal. Ja, der trinkt ja auch Alkopops. Das ist echt das so. Das war ein Sechser Träger Bier und der hat davon gekotzt. Also, ne, der ist. Naja, ich schaff auch keine 6 Bier. Ernsthaft? Jojo wiegt so viel wie dein Rückgrat, Junge. Ja, aber ernsthaft? 6 Bier? Das sind 3 Liter. Das ist der komplette Bluts, das komplette Blutsvolumen von Jojo. Was erwartest du denn bitte? Das kommt sogar ungefähr hin. Das sag ich doch. Also, ja. Ich habe ja jetzt das erst jetzt von dir nicht erwartet. Naja, ich meine, ich muss ja jetzt auch mal ehrlich sein. Und wenn ich jetzt... Also, davon dann... Nee. Geh nicht... Okay. Das ist... Nee, geht leider nicht. Es gibt da so Patches. Ich ein Zwölftel meines Körpergewichts. Es gibt da so Patches, die kannst du vorher aufkleben, dann verträgst du mehr. Nein, dann hast du gar keine Wirkung vom Alkohol, bis die Wirkung des Patches vorüber ist. Richtig. Ja, genau. Ich weiß, dass es diese Patches gibt. Siehst du? Ich überlege nur gerade, ob ich vielleicht dafür sorge, dass in dem... Joint noch ein bisschen mehr als nur ein bisschen Gras drin ist. Zum Beispiel viel Gras? Na, ich weiß nicht, ob der das rauchen kann, das ist das Problem. Der raucht nicht. Also du hast ja noch keinen Joint gebaut und selbst wenn wäre es irrelevant, du kannst ja auch Kekse backen. Ja, eben. Darum ging's. Nur wenn ich den jetzt das Zeug rauchen lasse, dann geht das schief. Point. Deswegen kriegt der Kekse und dann ein paar mehr. Okay. Du weißt schon, dass sie länger brauchen, bis sie wirken. Und wenn sie dann einschlagen... Ja, das weiß ich, ne? Dass sie länger brauchen, bis die wirken. Aber ich muss ja auch nicht alles innerhalb von einer halben Stunde abgefertigt kriegen. Die will sich Zeit nehmen, bevor sie knallt, Junge. Das ist ramontisch hier. Also wie doch knallen. Das kommt, wenn die Kleine da auftaucht. Ich hab Kekse für dich gebacken. Darf ich reinkommen? Toll, Knuffel. Hätte ich dich heute erwartet, hätte ich Kekse da, Kekse da. Alter, der wird wahrscheinlich völlig fertig sein, wenn du da auftauchst und sagst, ich hab Kekse, kann ich reinkommen? Gott. Ich mach so ein kleines Körbchen und da packe ich dann unten die Alkopops rein und dann oben den Kuchen. Rotkäppchen. Ja, ja, genau. Genau, mach dir bitte ein rotes Käppchen oben drüber. Ja, und auch ein Rotkäppchen Sekt zum hinterher einführen. Nicht? Warum? Eieiei. Warum? Düse, du musst nicht übertreiben. Der Kleine will sich nicht mit einer Rotkappe anlegen, das will der das einfach hat, nicht. Die Ball ist im Kopf. Billy gesagt. Entschuldigung.
Weißt du, dafür ist der Kleine, das will ich mir auch selbst nicht antun. Ah, dann können wir das Ganze hier die Rotkäppchenverschwörung nennen. Ja. Aber. Schneeflöckchen, Weißröckchen, wann kommst du geschneit? Weißt du, wenn er ein paar von den Keksen gegessen hat, dann ist der eh erstmal bedient. Da habe ich meine Ruhe. Das ist wahrscheinlich richtig, ja. Ich finde, das klingt nach einem super Plan. Mhm. Du flirtest noch ein bisschen mit dem, lässt dich dann. Ne? Moment. Dann erstmal, wir kommen da nicht so einfach rein, dann trotzdem. Richtig. So, das Ding ist, wir müssen zum einen dafür sorgen, dass uns keiner nervt. Das heißt, entweder gibt es die Möglichkeit, dass der Junge mal schlau genug ist und nicht nur dem Gärtner Kohle gibt, sondern vielleicht auch der Alten. Oder wir müssen halt dafür sorgen, dass die Alte irgendwie gerade Personal Stuff hat und der Junge dann dem Gärtner mal ein bisschen Geld gibt, damit der mal ein Trinken geht. Das könnte zum Beispiel Kaban erledigen. Also mit dem ein Trinken gehen dann. Jupp. Wobei, nee, das ist dumm. Ja, ich wäre gerne da. Ja, das ist richtig. Du hast völlig recht. Das wäre echt klug, wenn du in der Nähe wärst. Naja, vielleicht kann er sich auch so amüsieren gehen. Der geht auch gerne ins Blue Cat. Wir können ihm ja. Ich kann da bestimmt einen Gutschein für ihn klar machen. Jut. Vom Blue Cat. Das gefällt mir, Billy. Das gefällt mir wirklich gut. Okay, dann kriegen wir das auch und dann ist der Junge mal weg. Also der Gärtner ist dann auch weg. Dann haben wir eigentlich freie Bahn. So, wenn der Junge völlig bedient ist, dann kriegt er eh erstmal nichts mit. Und auf seinen Köter achtet er dann auch nicht, da hat er ganz andere Probleme. Dann muss ich nur darauf aufpassen, dass der Junge keinen Schiss kriegt. Sonst ist der Geist genervt, aber das kriege ich, glaube ich, auch noch hin, dem eine gute Zeit zu verschaffen, während der stoned ist. Jetzt wird's ja schon wieder, ne? Ich, ja. Ja? Also. Jetzt wird's gerade wieder Dyslexie awkward, hä? Nein! Nein. Also, überleg mal, was du gerade gesagt hast, ja, und sag mal, dass das nicht so klang. Ja, okay. Ich mache ihm eine schöne Zeit. Ich fick keine Kinder. Popp mal seine Kirsche. Mein Bude hat nicht mal was von. Schon, mein Bude bist jetzt schon 35 Jahre lang Elektroingenieur. Du musst schon mal gefickt haben. 42 Jahre dachte ich. Oder waren es 42? Das kann auch gut sein. Irgendwie habe ich 42 im Kopf oder so, aber ich weiß auch nicht, es kann auch falsch sein, weiß ich nicht. Mein Bruder, oh, du bist schon 42 Jahre alt und ein Elektroingenieur, du musst schon mal gefickt haben. Ja, wann denn? Oh, ich liebe Badesalz. Ja. Zumindest die Sachen von denen. Hier, ich habe mal die Eispritzpumpe aus dem Auto ausgebaut wegen AIDS. Pah, und so noch, ich habe noch keins gesehen. Ah, oh, schön. Egal, Uwin. Keksbacken nicht vergessen. Da kann ich dir helfen, das ist nicht das Problem. Backen kann ich. Das ist gut. And now you know why Kaban is here. Kekse backen! Das heißt dann aber Kekse! Dann müssen wir nur noch, wobei ich überlege gerade, kann man das Zeug nicht auch synthetisch mal irgendwie da rein? Dann schmeckt das vielleicht nicht so stark. Du musst nur den Zuckeranteil erhöhen und Schokolade rein, dann passt das. Also du kannst ja auch Cannabinoide besorgen, die synthetisch sind. Ja, damit ist aber das Umgehen weitaus schwerer. Da hast du halt viel, 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 viel geringere Mengen, um den gleichen Effekt zu erzielen. Das weiß ich doch. Weißt du, einfach mehr Schokolade und mehr Zucker und du hast mehr, ist auch okay. Ich kenne mich mit synthetischen Cannabinoiden aus, das geht schon. Ich kenne mich damit aus. Gut, alles klar. Ich habe da praktische Erfahrung mit gesammelt. Nein, keine praktischen, nur theoretische. Natürlich. Wie sie auch in keiner Gang bisher war halt, ne? Natürlich. Ich nicht. Also, keine Cannabinoide. Ja, kein Spaß. Bisschen Gras, okay. Dann besorge ich noch ein bisschen mehr und dann geht das schon. Brauchst du nicht ein bisschen mehr besorgen, du hast ausreichend viel. Der Junge ist kompletter Neuling. Du schiebst ihm da zwei Kekse rein und wenn die reinscheppern... Und dann... ich schieb ihm noch ein paar Alkopops rein. Richtig, Konsum, sehr gut. Richtig, Alkohol und Cannabis, keine gute Lösung. Naja. Ich merkte am Anfang noch nicht, wie es bergab geht, weil noch die Kekse noch nicht wirken. Ich glaube, richtig. Der wird richtig viel Kind Spaß haben. Na, deswegen kriegt er ja am Anfang erstmal nur einen Alkopop oder maximal zwei und dann muss man nur dafür sorgen, dass der die langsamer trinkt, damit dann irgendwann die Kekse anfangen und der sich völlig in die Ecke schmeißt. Sehr gut.
Soll ich vielleicht eine Kamera aufstellen und dir ein Video schicken? Nö, wir haben ja dann Comic. Nein, nein, ich meine ja nur. Na, kleines Video. Hm? Karma, musst du dich mal von oben nach unten? Auf meinem Host läuft das nicht. You can leave your Knickerbocker on. Bitte fahrt fort. Er braucht auch keine Alkopops, das kann ich dir jetzt auch schon sagen, ne? Du musst den Jungen nicht unbedingt zwingend zerstören. Der hat ja nichts Wieso? Getan. Das ist Jojo, entschuldige bitte. Okay, solange der beide Arme hat, danach ist okay. Genau da. Ich auch also, Jojo sieht das doch nicht als zerstören. Das war in dem Alter für sie ein normaler Abend. Also ein normaler Partyabend. Nee, da fehlt ja der Rape immer noch. Oder war da jetzt schon, war da schon mit inbegriffen? Nein. Was? Wer, wie, was, wann, wo? Hat sie jetzt wirklich nicht gehört? Wo, oh, was, wann, gehört. Wie? Du hast gefragt, ob der Rape da schon mit inbegriffen war, den du doch hattest an dem Abend. Du weißt doch, 9 von 10 Leute mögen Massenvergewaltigung. Ja. Yep. Massenvergewaltigung der Königin. Schön. Goddammit, also. Habt ihr geklärt. Bestimmt, Billy kennt das Video sogar. Ja. Die hat's gefunden. So, meine Top 10 List Adult Movies. Indie-Porn. Mini-Porn. Ja, du Midget-Porn. Das weiß Bescheid. Ja, es ist ja Jojo, sie kennt sie ja schon lang genug. Awkward. Wo waren wir? Bei Midget-Porn. Wird es nicht geben. Warum denn nicht? Du kannst doch dem jungen Mann jetzt nicht seinen Spaß verwehren. Tu ich doch gar nicht. Und vor allem sehr viel Spaß. Ja, aber ich meine, ne? Das ist so quasi ein Geben und ein Nehmen. Wir nehmen den Hund, du gibst ihm. Okay, du nimmst ihm die Jungfräulichkeit. Das ist ein Nehmen und ein Nehmen. Du kannst ja dir Vaseline in die Armbeuge einmassieren und dann. Nee, das muss so. Das ist richtig so. Du hast bloß keine Ahnung, Junge. Bei Seda machen wir das immer so. Alter. Wenn ich wenigstens guten, nicht schwanger. Mit dem guten Melkfett. Ah, der arme Junge. Die armen Zuhörer, meinst du? Die wissen doch Bescheid. Die kennen uns so lange noch. Du machst da keinen White Russian an und denkst, das wäre anders. So, ich finde den Plan hervorragend. Mit der Armbeuge? Ja, den Plan Geil. Mit der Armbeuge. Genau so werde ich das machen. Und weißt du dann, kurz bevor er kommt, hört er auch dieses Lied. Nee, weißt du, kurz bevor er kommt, hört er da 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 da. Was hab ich denn jetzt damit zu tun? Du bist die Armbeuge. So. Ja. Das ist also euer Plan. Ja. Was, das ist Jojos Plan. Ich werde mich nur zurücklehnen und total entspannt. Ich möchte darauf hinweisen, Düs weiß ja... Wir müssen... Düs, mach mal bitte nochmal eine Datensuchprobe nebenbei, während sie spricht. Wir müssen auf jeden Fall noch eine Möglichkeit finden, den Hund mitzunehmen. Das heißt, wir müssen vielleicht dafür sorgen, dass der Hund zumindest uns entweder wohlgesonnen ist oder auch einen Keks frisst. Ich weiß gar nicht, Wir könnten dem Hund das auch einen Keks geben und dann kippt der Hund um und dann müssen wir ihn ins Krankenhaus bringen, hm? Nee, dann kriegt der Junge ja Schiss. Schüße. Ach, du willst Edge benutzen? Ja, ich geb dir 6er Folge hier mit. Haha. Es war kein Patzer, den er hatte. War kein Patzer. Du gibst mir 6er Folge. Ja, ich hab trotzdem das Limit, ich weiß. Nee, das wäre einfach auch. Nee, mit Edge nicht mehr, aber das wäre auch einfach nicht nötig gewesen. Ja, ich wollte trotzdem sicher gehen. Nee, ist Edge. Okay. Dann, ich kann dir bloß nicht viel mehr sagen als das, was ich dir sowieso sagen wollte. Und zwar, Anastasia, das Hausmädchen, was dann da bleibt. Also das Kinderhausmädchen. Das ja ihren invaliden Vater pflegt und deswegen noch zu Hause wohnt bei den Eltern. Dem Vater geht zurzeit leider ganz gut. Also, das kann man ändern. Kommt, also, es, wenn. Es, na, wie formuliere ich denn das? Es könnte gut sein, dass sie tatsächlich dann in dem Haus verweilt und nicht
mit dem Troll was abspricht, um den Vater zu pflegen, weil halt der gerade ganz gut zurechtkommt. Er hat Morbus Crohn und da kann's, ne? Und den da darf nicht schlecht halt werden. Und da geht's halt immer auf und ab und gerade ist halt aufsteigender Ast, deswegen müsst, also ich will euch nicht dazu bringen, irgendwelche Leute noch zu schlechter gehen zu lassen, aber es wäre vielleicht nicht. Du möchtest also uns dazu kriegen, weil ja noch nicht der 20. ist, seine Medikamente mal kurzzeitig auszutauschen. Ja, oder ihm einfach 4 Chilis in den Hals zu werfen, da ist bei Morbus Crohn auch gut was los. Boah, ich glaube, das geht uns ja mal über die Puppe, Alter. Also ich sag mal, der hat schon einen künstlichen Darmausgang, der ist schon auf einem guten Level. Nee. Oh, der kackt in den Beutel. Das können wir über dem Auto ausleeren. Welchem Auto? Ach Mann, vorhin auf dem Auto kacken, wisst ihr, weißt du noch? Diese ja, Person? Es war aber ein Adler und ein Drache. Und ja, sie will halt selber nicht auch mal was tun, weißt du, nicht nur die Tiere machen. Ich will mich auch mal wichtig fühlen. Nee, aber das ist... Du bist doch wichtig. Oh. Gut, okay, dann gucken wir mal, wie das da bei dem Vatern aussieht und dann müssen wir dafür sorgen, dass es dem scheiße geht und das kriegen wir hin. Ich habe gehört, Stress soll beim Morbus Crohn auch nicht gesund sein. Ich kann dem ja den Trivid hacken und dann spiele ich Jojos Porn vor, dann geht's dem auch schlecht. Nein! Doch. Dann geht's dem besser. Na, ich bin mir doch nicht so sicher. Du musst nicht jedem meinen Porno zeigen. Kaban, hast du schon ihren Porno gesehen? Also darf ich mal den Porno vorstellen? Doch, den hast du schon mal gezeigt, bei Kaban. Nee. Nicht? Den Kaban kennt ihr nicht. Nee. Schieb mal rüber. Sag mal. Nee. Was denn? Ich will's mir nicht schon wieder mit ihr verscheißern. Ihr geht da so frei her, aus und rum, das kann ja sein, dass es ja völlig in Ordnung ist. Na, also, jetzt wäre die Grille, hätte gepasst gerade. Ja, egal. Aber ich musste gerade was aufschreiben. Ich kann nicht immer nur das Soundboard machen. Du musst also ein Knöpfchen drücken, das Alter. Hast zwei Hände oder wie schreibst du, mit beiden Füßen oder was? Wir müssen nur dafür sorgen, dass der Junge nicht abkratzt vorher, weil also der Vater nicht abkratzt. Wieso soll der abkratzen? Keine Ahnung, weil sich der künstliche Darmausgang... Kann man Hämorrhoiden an einem künstlichen Darmausgang kriegen? Nee, kannst du nicht kriegen. Weil du da keine Hämorrhoiden hast. Eben. Stimmt. Kann sich sowas entzünden? Ja. Eigentlich will ich nicht an seinem künstlichen Darmausgang rumfummeln. Das finde ich gerade echt... Du kannst ihn auch verstopfen, dann muss er durch den... dann muss er durch den Mund kacken. Ganz viele Bananen essen. Durch den Mund kacken. Ja, ohne Scheiß. Sind wir hier bei South Park oder was? Ich kann mal eine Kartoffel reinstecken. Nein, das tut mir wirklich leid, das passiert wirklich, wenn der Darm verschlossen ist. Hat er recht. Ich möchte das gar nicht irgendwie jetzt aber weiter ausführen. Aber bei Morbus Crohn passiert das nicht, weil du da immer wieder mal Darmstücke rausnimmst und dann platzt vermutlich einfach so eine Naht. Geil. Richtig geil, hat er Scheiße im Körper und dann ist aber auf jeden Fall Sepsis. Das Jupp. Ist aber mal ganz scheiße für uns. Ich wir möchte ihn mal nicht umlegen. Können wir nicht einfach dem, keine was? Ahnung. Was? Wir spekulieren doch jetzt hier gerade nur, es hat doch niemand gesagt, dass wir den umlegen. Ich spekuliere. Dann ist sie auf jeden Fall beschäftigt. Ja, nee, das wäre scheiße, weil dann ist sie vielleicht wirklich in einem blöden Haus. Oder sie muss dann auf ihre Mutter aufpassen. Das wäre natürlich auch... ich glaube, wir kriegen es hin, wenn wir einfach dafür sorgen, dass es ihm schlechter geht. Gut, dann geben wir dem... Du kennst dich doch... Sag mal, hier, kann man, ne? Ja. Du hast doch hier dein tolles, was wir... sowas ähnliches, wie wir das auch für die Tussi, also, ne, für die Reporterin... Also, mal so völlige Darmentleerung und so... Ja, haben wir. Aber vielleicht in einer etwas geringeren Dosierung. Oder du gibst ihm einfach das dein von deinem Fisch. Komischen, ja, dein komisches Elchessen da. Ja. Deine gegorenen Elchhoden oder was das auch immer war. Ja, sowas in der Art, aber nein, kein Hoden. Ja, was auch so immer, aber wenn man ihm das gibt, das wenn das noch nicht ganz fertig ist. Wahrscheinlich hat er das, deshalb. Das ist sein Nuttenersatz. Achso. Es kommt wahrscheinlich billiger auf Dauer. Weiß nicht. So Schamlippen vom Elch abnehmen ist bestimmt auch nicht so ein einfacher Job. Weiß, vielleicht steht er ja drauf. Der Elch? Ja. Die Elchin? Ja. Das heißt die Elche. Die Elche, bloß mit CH. Die Dicke. Also Dellinger, leider hast du vom Kraut leider nichts da zurzeit. Schade. Du könntest ihm mit dem Elchessen geben, aber... Ja. Oder was das war.
Es Na. war ein Parakritter, aber es, ich habe Sehr den Namen auch wusste. schon wieder vergessen. Es hat bei dir aber gut funktioniert. Ja, allerdings ist das auch schon älter und dementsprechend nicht mehr darmfördernd. Dann mach Neues. Dann soll ich jagen gehen. Ich habe kein Fleisch mehr. Dann müssen wir halt Warum dafür stehst du sorgen, noch dass hier? wir. Ja, ist doch Quatsch, da können wir ja Weißt auch du, wie schwer man irgendwas. die Dinge finden kann? Das ist echt exotisch. Für was haben wir dich eigentlich? Um Kekse zu backen, hast du nicht Richtig. zugehört, Hallo, ich kann Alter. Kekse backen, genau. Achso. Na, wir können ja auch irgendwas anderes nehmen. Da gibt es bestimmt genug Zeugs, was man ihm geben kann. Und wovon kriegst du mal? Du kriegst von allem Flitzekacke. Alter, jetzt werde ich wirklich gefragt, was ich alles durch mal kriege. Ja. Ernsthaft? Der guckt den Staffer-Shack Burger an und rennt. Oh Mann. Aber den Burger nimmt er mit. Für Ofenfisch. Er braucht Zehrung, der sitzt da wahrscheinlich länger. Oh. Nicht so lange sitzen wegen den Hämorrhoiden, bitte. Und nicht Hauptsache, es drücken, tut junger doch Mann. weh. Solange sie nicht bluten. Oh. Blut im Stuhl. Yay. Ist nicht cool. Das ist richtig. Gut, dann besorgen wir uns was aus der Apuschranze. Das kann am besten Kaban machen, weil der kennt sich, glaube ich, am besten aus. Oder kennst du dich da gut aus, Billy? Ich weiß es nicht. Ich kenne mich da nicht gut genug Scheißdreck. aus. Abführmittel. Ja, Oder ich rufe es über irgendwas. die Matrix nach Hause. Du, wenn der. Ich weiß nicht mal, ob wir dem einem Morbus Crohn-Patienten Abführmittel geben sollten. Ohne Witz, der kackt uns die Seele sich aus dem Leib. Der Und dann. kackt ab, Keine meinst du? Ahnung. Was ist das überhaupt für eine Der Krankheit? kackt Der ab, kackt genau. ab? Es ist Weiß eine ich nicht, ich chronische warte mal Wikipedia. Darmerkrankung. Junge, mach Da mal habe ich einen Wikipedia Artikel auf. offen. Ah. Das hat die Informationen gefunden, die man halt so kennt. Wir beschäftigen uns jetzt nicht intensiver mit diesem Thema. Aber wahrscheinlich Außer ist Folgendes die ist halt Morbus echt ziemlich Crohn. scheiße. Die Morbus Crohn-Krankheit ist ja nicht richtig erforscht in unserer Zeit. In Shadowrun 2080 muss es doch anders aussehen, oder? Ja, da kannst du mit genetischer Dings was machen, aber das ist halt turbo teuer und das kann sich einfach keine Sau leisten. Es gibt bessere Medikamente, die den Verlauf auch verzögern, aber irgendwann haut es sich halt doch kaputt. So. Also ein Unterschichtler hat auf jeden Fall verloren und so ein Mittelschichter muss sich schon gut anstrengen, um das von seinem Kon bezahlt zu kriegen, die genetische Sache, weil das sind irgendwie 30k oder so. Und ein Mittelschichtler ist der Typ nicht, auf gar Ja, der keinen ist Fall. auch nicht mal ein richtiger ordentlicher Unterschichtler. Ja, nicht kann der. Gut, das bedeutet, wir nehmen ihm einfach seine Medikamente weg und ersetzen die durch Laktosetabletten. Das ist mies, aber ja, funktioniert. Bestimmt. Naja, es ist vielleicht besser, als ihm Abführmittel zu geben und ihn zusätzlich anzuscheißen. Aber ist Im wahrsten Laktose des nicht Wortes? auch ein Abführmittel? Vermutlich schon. Nee, Immer mehr Laktose. Für Leute alle. wären laktoseintolerant, also statistisch. Ja, dann, da sind aber die meisten Tabletten raus. Dann von mir aus irgendwas anderes. Placebos, Saft. Plazentas. Ja, jetzt kommen die Sachen näher. Plazenta ist, na ja. Sehr nahrhaft. Dellinger, wenn Ja, du mal eine auch gut. ordentliche Plazenta gegessen hättest, also Kaban, hätte der nicht immer mit seiner Krankheit so zu kämpfen, weil Das ist das macht nämlich richtig. das Immunsystem ganz, ganz toll. Bestimmt, allerdings habe ich meine Wunschwäsche auch woanders her. Achso. Okay, dann müssen wir nur noch rausfinden, wo der wohnt und das gegebenenfalls irgendwie Weiß Billy. dingsen. Die hatte sechs Weiß Billy. Erfolge, Alter. Sie hat seinen scheiß Ja. Lebenslauf, sie hat seine Grundschulzeugnisse. Er hatte echt viele Fehltage. Okay. Dann Tschüss. gucken wir uns das Ganze mal an und dann können wir das vielleicht austauschen. Das müsste wahrscheinlich relativ problemlos und schnell gehen. Ja, Wie wenn viel Billy Zeit haben wir einfach. eigentlich noch bis dahin? Ihr habt noch bis zum 20. über eine Woche. Na, Also ungefähr das 10 reicht ja, Tage. damit es ihm schlechter geht. Wenn er seine Das ist Medikamente das. nicht nimmt, dann Ja. geht's ihm echt scheiße. Ja. Wir müssen Im den einfach wahrsten Sinne des ausstressen, Wortes. Alter. Wir stressen den ab. Wir gehen da den ganzen Tag jedes Mal hin als Zeugen Jehovas und klingeln an der Tür. Wir würden gerne mit Gott und die Welt über sie reden. Was, du willst als Zeugen Jehova jeden Tag Ja, dahin gehen? jeden Tag. Alter. Sie werden gestraft. Wir wollen den Typen nicht Durch. umbringen.
Nee, wir wollen ihn einfach nur stressen. Ihr wollt ihm irgendwelche Scheiße einfahren, die du frisst und dann die ganze Zeit auf dem Pott hockst und dir deine kleine Seele aus dem Leib kackst. Und dann willst ich will du nur seine Tabletten austauschen. Ja, klasse, super. Ganz tolle Idee, super. Ich gebe ihm auch hinterher neue. Ja, klasse. Bis dahin ist der abgenippelt, ey. Mach du mal das mit den Tabletten. Was soll ich machen? Bei dir ist aber wichtiger, dass du dich erstmal mit dem Kleinen so zurechtfindest, dass der eine Party schmeißt. Ja, das der muss keine Party schmeißen. Ich sorge einfach dafür, dass der Kekse frisst und dann ist der durch. Ja, du musst da trotzdem hin mit Kekse ja, fressen. Ja, natürlich gehe ich da hin. Das kriege ich ja, hin. Ja, also. Ja, dann mach mal. Untenrum. Genau. Rasier dich. Das ist nicht mehr nötig. Und versteck dein Oedipusoir. Dein Oedipusoir? Ich habe hier noch Milchfett für dich. Meinst du mein Östrosteron? Ja, was auch immer. Okay, aber das läuft, das kriegen wir alles hin. Also ich glaube, dem Kleinen dazu zu kriegen, dass er ein paar Haschkekse isst, das kriege ich hin. Bin ich mal gespannt. Da muss ich mir nur unbedingt, das muss ich mir unbedingt in der Apotheke besorgen, ein Anti-THC-Patch. Ich muss ja auch mit essen. Ist eine gute Idee. Nüchtern bleiben auf dem Run ist meistens ganz praktisch. Ja. Und dann kann ich noch ein bisschen mit dem abchillen und ihr sorgt dafür, dass der Köter kommt oder dass der Köter mitkommt. Vielleicht, wie gesagt, gebe ich dem Köter auch noch ein THC-Plätzchen. Kleiner Hund, du darfst keine Schokolade essen. Triff die Entscheidung selbst. Ja, das schön. Bringt ihn auch nicht um, bestimmt, doch, wenn Hunde er mal Schokolade isst. Doch, Schokolade. Ja, aber bestimmt nicht, wenn er einen Keks frisst. Oti, nein, wirklich nicht. Mein Hund früher hat mal eine ganze Sachertorte gefressen und dem ging's gut. Es war Antidiabetiker-Sachertorte, deswegen ging es ihm gut. Dem ging es dauerhaft gut. Der war ein bisschen kaputt, weil er eine ganze Torte gefressen hat, aber der war friedlich auf seinem Platz und dem ging es gut. Und ist da vor sich hingeschimmelt, weil er tot war. Nee, dem war nicht mal schlecht im Scheißvieh. Dem war nicht mal schlecht. Was war das für ein Hund, Alter? Labrador. Aha, und sie sagt, sie kennt keine Labradore beim letzten Mal, ey. Jojo kennt keine, ich ja, schon. Klar. Jetzt macht das Sinn. Schön. Ja. Ja, geht alles. Ich weiß gar nicht, wie. Kaban, weißt du, wie sich so ein Haschplätzchen auf einen Hund auswirkt? Ich will den hier nicht umbringen. Brauchen wir den Hund noch. Aber ich denke mal ähnlich wie auf einen Mensch. Ja, nicht, dass sie davon sterben oder so. Die können ja auch keine Schokolade essen. Und kannst du nicht einfach sedativ irgendwie in einen Schnitzel einbauen und dem Hund dann hinschmeißen, wenn es losgeht? Da kann man doch, so ein Labrador, der hat so und so viel Kilo, da kann man doch gut abschätzen, wie viel Zeug der braucht, um nicht über die Wupper zu springen, oder? Anstelle dem irgendwas zu geben. Wenn uns der Hund verreckt, Alex dreht uns die Krutz rum, ey. Oh, wir wollten den Hund eigentlich entführen, aber jetzt haben wir den nicht entführt, jetzt haben wir den aus Versehen umgebracht. So eine Scheiße, tut uns leid. Ja, deswegen kann ich ja mal kurz. Falcons. Du kannst ja mal kurz recherchieren, was passiert. Ne, sedativ sag ich. Hier, was ihn komplett ausnebelt. Das macht man ja bei den Tierreichfilmen auch immer so, wenn die irgendwelche Tiere da, ne? Weißt du, wie ich meine? Ja, aber ich will ja nicht, dass der Hund pennt. Der soll ja noch laufen können. Der soll ja einfach nur gechillt sein. Ja, deswegen. So eine Menge kann man doch ungefähr auf abstimmen. Ansonsten legst du den aufs Skateboard und rollst ihn raus zu uns. Guck mal, hier. Medizinischer also, Cannabis Internet. Bei Haustieren. Es geht um die Schokolade. Laut Ach Internet so. Kann dein Hund durchaus ein paar Gramm Hasch vertragen. Die schlafen nur 3 Tage lang. Was hat euch denn der Hund schon wieder getan? Gar nicht. Ist unser Tage. Ich wollte dem nur auch einen Haschkeks geben. Und wir recherchieren gerade, ob das geht oder nicht. Ja. Also, hier hat jemand... Wir wollen ja, dass der Hund gechillt ist. Und dann seine Haschbutter, die er gemacht hat, nach draußen gestellt und hat dann einfach weggeschlabbert. Scheiße. Sehr gut. Gekloppt. Ja, wir geben ihm vielleicht nur ein Stückchen Haschkeks. Ein Stückchen Haschkeks wird er ja wohl vertragen. Kenn ich mich mit Tieren aus? Ja, Mann, du kennst dich doch mit Viechern aus. Du ja, musst das ich. Doch wissen. Ja, der überlebt das und dann der schläft halt nur eine Weile. Also da hast du halt nicht zu viel von dem Zeug geben, ne? Der hat auch so eine. Der wiegt ja halt nicht mehr als du. Nee, ich will ihm ja nur so ein kleines Stückchen geben. Der kriegt ja nicht mal einen ganzen. Du kannst einen extra Keks für diesen scheiß Hund machen, der halt eine kleinere Menge hat, easy.
Ja. So eine sehr kleine Menge. Es ist ja auch so kompliziert, den Keks in der Mitte durchzubrechen mit Jojos Stamina. Ich finde, man, ja, dann ist der nicht mittig, dann weiß ich nicht, ob sich das ordentlich verteilt hat. Ich meine, es ist schon besser nochmal. Hat Jojo jetzt ein OCD oder was? Weißt du? Total tagst du es mit einem Stück Messer, weißt du? Abgewogen, zehnmal nochmal geschnitten. Die Kekse sind so klein geworden, ich komme da nicht mehr zurecht mit. Also, Jojo wird dafür sorgen, dass sie mit dem Guy so weit kommt, dass er sie einlädt. Und wir werden gucken, dass mach wir dem... Ja, muss man nicht. Mach das mal zuerst. Es wird nicht ausgespielt. Das, nein, Abbruch. Doch, ich möchte das sofort ausgespielt haben zwischen euch beiden. Jojo muss voll ihren Charme auspacken. Ihren Charmmützel. Nein, machen wir nicht. Machen wir einfach nicht, Leute. Nein. Bitte, bitte. Nein, nein. Der ach, Haushalt, du hast ja nur Angst vor zu viel Spaß, ey. Möglicherweise. Kann das sein, aber ich hatte auch schon so viel Spaß. Ihr sitzt doch da zusammen, dann macht es doch jetzt mal im Live-Action-Rollenspiel zusammen. Hey, du. Bist du öfter hier? Nee, ich Moment. Bin hier im Urlaub, hab ich dir schon erzählt. Achso, ja. Tschüss. Boah, das ist mein Hund. Der kann... Saltos. Der schlabbert alles ab. Genau. Und ich bin unbedarft. Hier ja, hast du mal ein Glas Nutella-Mädchen. Genau das. Genau darauf wollte ich hinaus. Sehr ich gut. Dachte das schon. Müssen wir jetzt da sehr viel Arbeit reinstecken, dem Kerl seine Tabletten auszutauschen? Also Billy weiß erstmal alles über ihn, ne? Die hat 6er Folge. Wie gesagt. Weiß ich, wie kriegt denn der seine Medikamente geliefert? Ihr Drohnenservice? Ja. Mit der Honigdrohne? Ja. Mit der guten alten Honigdrohne, ja, der kriegt die von Njetkin. Njetkin. Nee. So, das erinnert mich an die Kinder im Schwimmbad wieder. Nee. Spielgeleiteter. Ja, bitte. Es ist bestimmt ziemlich, der wohnt, muss ja in einer ziemlichen Scheißgegend wohnen. Ich meine, die verdient nicht mal wirklich Unterschicht. Also doch, aber kaum. Ein bisschen Geld kriegt der vielleicht auch, aber sie wohnen noch zu Hause und überhaupt. Wieso kriegt der Geld? Bist du bescheuert? Nein, der wohnt nicht in einer besonders schlechten Gegend. Der wohnt in Juschneue, im Kojotengebiet. So Scheiße! Warte. Bloß er hat halt ein richtig bekacktes Haus und wohnt ganz oben, was in Juschneue die billigsten Wohnungen sind, weil da zieht's ordentlich, die Dämmung ist nicht toll. Also der Smog ist da genau auf der richtigen Höhe und ist halt echt ziemlich übel. Dann können wir auf jeden Fall vergessen, da jetzt Riesentheater zu machen. Aber dann müssen wir über die Drohne da ran, das ist ja Wurst. Dann fangen wir die Drohne ab. Die ist bestimmt keine besonders tolle Drohne. Beste auf jeden Fall. Billy, schaffst du das? Stüdel links. Und du weißt doch, was für Medikamente der kriegt. Da können wir doch mal gucken, wie die aussehen und dann können wir dementsprechende Plazentas reinlegen. Das Plazenta. Größte... Das ich hab das Placebo vergraben. Aber erst eine Woche im Flur stehen lassen. Richtig, damit sie Haare kriegt. Das größte Problem bei der Drohnen-Action ist, die Drohne zu hacken an sich, das kriegst du sicherlich hin. Also das wirft man schon raus, aber es ist also nee, easy. Traumschnell. Das größere Problem ist, auf die Njetkin-Datenbank, wer welche Medikamente kriegt, das wird eine harte Ansage. Achso, ich dachte, das Moment. Müsste sie. Naja, Moment, du weißt ja nicht, wann welche, also der weiß nicht, wann seine Medikamente kommen. 6er Folge. Na, okay, du weißt wann, er kriegt die immer montags, 12. Warte, welcher Tag ist, wir wollen das nicht Abbruch. Also er kriegt das immer montags, das wäre übrigens morgen, 12 Uhr. Das heißt, du müsstest ein bisschen eher dort in der Nähe chillen, um dann zu sehen, ah, das muss wohl die Drohne sein, damit du die hacken kannst, weil du weißt ja vorher nicht genau, welches ist. Ja, ich krieg die ja mit, wenn die anfliegen. Und wir haben doch, ja. Überwachungstechnisch mache ich das. Jo, dann würde ich mich gut. Quasi mit dir ins Auto begeben, dann, um auf dich aufzupassen. Wir sitzen im Pumps-Pulli. Juhu. Weil wir brauchen da Boris' Wagen nicht mit in die Scheiße zu ziehen, wenn wir da Mist bauen. Ich denke auch nicht, dass wir die Gegend sollten mit Boris' Wagen. Aber wenn wir dann die Drohne aus dem Auto werfen, müssen wir auch. Jungs, aufpassen. Passt auf. Kojotengebiet. So. Heißt. Hä? Okay. Ja. Nicht weiter schlimm. Die Bros sind ganz in Ordnung, aber. Aber.
Aber A, jetzt es kommt's. ist besser, wenn ich da nicht mitkomme. Ja. Gut. Und zum Zweiten, baut da keine Scheiße. Machen wir nie. Nee, ich sag's nur. Bei denen läuft es folgendermaßen. Diebstahl, Hände brechen. Vermehrter Diebstahl, mehrfacher Diebstahl, Hände ab. Eine Hand ab. Eine Hand ab. Irgendwie jemanden killen, hängst du an der Straßenlaterne und sowas in der Art. Also die haben da ihre Regeln und die Regeln sind ziemlich streng und die sorgen dafür, dass diese Regeln eingehalten werden. Manche Einwohner stehen da drauf, aber wenn du da anfängst, Scheiße zu bauen, dann baumelst du halt wirklich, die setzen das durch. Deswegen. Okay. Ja, also deswegen. A, bauen wir keine Scheiße. Nee, ich sag's nur, was da jetzt Sache ist. Also Plan A, wir bauen keine Scheiße. Plan B, wir rennen. Fahren. Ja. Jupp. Und das ist halt ominös neu, also das Gebiet ist jetzt auch nicht so das Beste. Brauchen wir okay. Ja, es ist okay, aber es ist halt. Wenn wir da reingehen. Ist da was? Ja klar, nee, das ist easy. Da, die sorgen dafür, dass da nicht viel passiert auf den Straßen. So. Also alles ganz gechillt. Ja, eigentlich ist da alles ganz gechillt. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass sie ein bisschen Kohle wollen, aber okay, selbst das klar. Eigentlich nicht. UT. Da müsst ihr schon echt Pech haben. Normalerweise sind die da ziemlich easy unterwegs. Dann fahren aber bei denen, wenn da jemand anders Scheiße baut, dann rennen die Leute auch zur Gang. Also so ist das nicht. Wenn die das mitkriegen, dass da irgendwer irgendwas macht, dann rennen die halt auch zur Gang. Die werden ja keine Beschwerde-Hotline haben. Wir wollen da ja nicht einen ganzen Nachmittag verbringen. Wir gehen da hin, wenn die Drohne kommt, hauen das Ding runter, tauschen die Tabletten aus und fahren das Ding wieder dann rein. Ja, Gewalt gegen Con-Eigentum und sowas ist auch kein Verbrechen bei denen. Ne? Denke ich mir doch. Nee, also das ist alles auch keine chillig. Gewalt. Ich wollte euch nur sagen, wie es da abgeht. Das ist alles. Guten Tag, wir sind vom NetGen Wartungsservice. Nee, ihr könnt da ruhig rumgeistern. Die machen da echt nichts. Die sind, wie gesagt, die sind eigentlich ganz cool so, aber ne? Ich wollte euch nur vorwarnen. Man muss schauen, was für beide Seiten fair ist. Dieser Tonfall, der macht mir Angst. Kriege ich auch das vor. War unsere liebste Bundeskanzlerin. Deswegen macht mir das Angst. Nicht mehr im Amt, deswegen ist es für viele bestimmt nicht bekannt, wie sie sich angehört hat. Hallo Helmut. Hallo. Flubi. Roblone, das ist Abbruch. Ist mal ein Leberkäse. Und dann sind wir mal nein, deine Hühnerherzen. Nein, der Helmut hat seinen liebsten Schwattemark gegessen, immer. Ja? Ich weiß das, weil ich bei ihm um die Ecke gewohnt habe in Uckersheim. Das ist kein Mix. War auch gar nicht so witzig. Nein, warum lachst du dann? Ich lache nicht. Deutsch. Ich könnte jetzt auch mal. Er lacht. Wer lacht? Hör auf, den Zauber zu nehmen. Was für ein Zauber? Ich will es auch nicht wissen. Ich habe noch keine Ahnung. Aber weißt du, das Popele war noch besser, ne? Kennst du das Popele? Nee, das war nicht so gut. Der Popele ist super, ey. So, ich glaube, wir machen jetzt einfach weiter. Ich glaube auch. Fliegen. Sie fliegen. Irgendwelche Vorbereitungen für eure morgige Aktion, bei der wieder mal ein Menschenleben ganz fürchterlich in Mitleidenschaft zieht und wofür ihr euch ordentlich schämt, hoffe ich. Nö. Wir ziehen das einfach in die Scheiße, ich weiß. Wir haben es aber heute wirklich mit der Fäkalsprache. Ich sonst nicht so. Ich sorge sonst genug dafür, dass Leute nicht in Schwierigkeiten geraten. Die bezahlen auch Geld dafür. Pass auf, was tauschen wir denn die Tabletten denn aus? Mit was denn? Mit Brause? Mit Ahoi-Brause? Damit es schön im Magen aufschaut? Hey, wir gucken uns jetzt an, welche Tabletten der kriegt und dann gucken wir, dass wir Tabletten kriegen, die genau aussehen. Das weiß ich doch schon. Ach so. Das sind ja, so Kapseln, wir müssen das Material innerhalb der Kapseln austauschen. Ja dann, ne? Das ist alles. Kokain. Was? Bist du bescheuert? Das ist wie teuer das ist, Junge. Schäme dich. Da kommt einfach Mehl rein und dann ist gut. Mehl? Ja, Backpulver, das bläht. Oh, nee, komm. Pack da einfach. Doch. Oder Zucker einfach kommt Soja da rein, oder rein ein bisschen, und ja, ein bisschen Säumehl und Leute, dann ist gut. Leute, ich Alter, wenn der. Nein, pass auf. Hat der eine Allergie? Ihr nehmt Backpulver. Ja, hat doch. Er. Gegen der Platz wieder Ameise. Genau, ihr nehmt Backpulver, weil. Ihr kennt das doch, wenn man so einen Luftballon hat.
Bitte nicht lachen, das ist hier alles ernst und durchdacht. Das ist der echt unfair. Wie ein Tumor, ey. Du meinst, wenn du so ein bisschen Cola in den Luftballon füllst und Mentos reinschmeißt? Quatsch, du bist doch und dann ganz schnell zuknotest. Nein, einfach du bläst den auf und dann lässt du ihn fliegen. Und stell dir jetzt mal vor, dein künstlicher Darmausgang endet in einem Beutel. Da gibt es immer Lärmpulver. Der lässt fliegen. See, fliegen. Allein dann ist die Alte beschäftigt, weil sie einfach dabei ist, die Wohnung zu renovieren. Die muss den einfangen erstmal wieder. Da fliegt ein Rollstuhl rum. Schön die Fahrhilfe. Henki, der Weihnachtsgruß. See, fliegen. Also, was nehmt ihr? Backpulver, Mehl? Nein, Mehl. Backpulver. Mentos. Sehr schön. Nein, wir nehmen einfach Säurestabilisierung und dann ist gut. Also den Ersatz, den man heute, also für ja, Milchzucker ist ja diese Speisestärke quasi. Ja, es gibt auch noch Mehle aus, weiß nicht, irgendwelche Getreidearten, die billig anzubauen sind. Moment, ja, hat, das, hat der 2070 Pendant zu gegen Erdbeeraroma. Milchzucker. Ja, gegen ein spezifisches Erdbeeraroma, das ist so ein E1741. Wie schlimm ist dem seine Allergie dagegen? Nicht so besonders, er bekommt Hautreizungen hauptsächlich. Es reicht. Pack mal das rein. Nein, es reicht, wenn wir einfach seine scheiß Medikamente austauschen. Gegen nichts. Der muss jetzt nicht noch zusätzlich gefickt werden. Dem geht's dann schlecht genug. So, gerade geht's ihm ja wieder besser. Vielleicht doch ein bisschen. Also, nein, eine Pille vielleicht. Mit was? Hat er jeden Tag die Spannung? Und welche hat er heute gefressen? Hat er nicht so eine Packung, wo drauf steht Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag? Weil er jeden Tag dasselbe frisst, nicht. So eine Scheiße. Na, wenn er mehrere Tabletten kriegt, teilen die sich das schon mal ein, weil manche musst du zweimal am Tag nehmen, manche musst du einmal am Tag nehmen, manche dreimal. Hat meine, also meine. Eine mit Montag, also, Dienstag, Mittwoch. Ich will ja nicht sagen, ne, aber... Und Zäpfchen. Nein, das... aus naheliegenden Gründen das, nein. Die wirft er sich auch, die schmecken so wachsig. Also E1740 findet man in Bäckermehl. Ernsthaft? Es gibt ein E1000? Anscheinend. Also ich habe mich geirrt, verzeih, das war überhaupt nicht dicht und lieb. E10.000. Es war E10.421. Okay. Punkt 5. So. Das findest du zum Beispiel in Zollbürgern. Und ja, da ist Erdbeeraroma drin, merkt aber keiner. Ich möchte keinen. Wobei, wenn wir einen Staffershack-Burger in Kapseln füllen, ne? Leute, nein, Abbruch. War natürlich auch nicht zum Dieb. Nein, das E findest du in Marshmallows. Bei Erdbeergeschmack. Wir würden ihm was Gutes tun. Nein, wir geben ihm halt einen Milchstärke, also quasi vom Milchzucker, den Pendant. Und ist gut. Also etwas, was. Was macht denn dich so richtig gasig? Frag mal doch mal so rum. Sauerkraut. Dann packen wir dem Sauerkraut ein. War das schon alles? Sauerkraut? Nur Sauerkraut? Und Soy-Burger willst du ihm dann nicht in die Kapseln packen und Marshmallows auch nicht. Weißt du, wie geil es ist, wenn Marshmallows machen so richtig schön satt? Und die blähen auch. Ja. Werden groß im Magen. Ja, ist ja gut. Wir packen ihm da jetzt dieses scheiß Mehl rein und dann ist gut. So, wir machen jetzt Kapseln. Ich weiß nicht, ob ich noch irgendwo welche habe. Nein. Ich habe keine, wir müssen welche besorgen. Wir gehen zu einem Pillendreher Käfer und lassen ihn Pillen drehen. Nein. Für uns. Wir haben Kapseln besorgt. Top. Jetzt sind zu viele. Wir haben Kapseln gemacht. Womit jetzt mit dem Mehlscheiß, ja? Milchscheiß. Oder mit Marshmallows. Ihr müsst euch schon einigen. Mir ist das egal. Aber ja, ich habe irgendwas, was halt keine Allergie bei ihm auslöst und keine sonstigen Nebenwirkungen hat. Muttermilch, ja. Laktatest du gerade, Jojo? Guck mal ordentlich zu, Junge. Gucken, was hier Pumpe hergibt. Squeeze. Ich überlege gerade, ob ich ihm irgendwo ein Stückchen Marshmallow in die Kapsel schmuggel. So böse. Evil. You're such an evil dick. Also jetzt mal, Flummi. Ne? Der Danny, der Kaban, der meint das gut, aber
Ich meine schon die Aktion mit der Pseudomutti von Matrioschka. Er meint es halt manchmal zu gut. Ihr wollt ja, dass der Plan funktioniert. Das muss ihm schlechter gehen. Vielleicht braucht ihr den kleinen Energieschub, wenn ihr hinguckt. Das Dramatische an der ganzen Sache ist einfach nur, dass er ja relativ viele Kapseln da drin hat. Das heißt, ich weiß nicht, welche der kriegt. Welche ja, der nimmt. Dann, das kann dann musst sein. Du halt statistisch deine Chancen ein bisschen erhöhen, verstehst du? Einer muss doch dafür sorgen, dass das hier klappt. Und wieso sitzt jetzt keiner von euch auf meiner Schulter und spielt das Engelchen? Was, naja, Engel? Weil wir davon auch überzeugt sind. Gott weiß, ich will kein Engel. Du meinst, ihr braucht einfach nur jemanden, der das schlechte Karma abgreift, ja? Es gibt bei mir nicht mal schlechtes Karma, du kannst nur gewinnen. Das ist wie damals mit der Aktion mit Kaban und dem Lars, bloß diesmal bist du halt die das, Gute. Weißt du, was nur das Blöde ist? Dass man dann sofort merkt, dass mit den scheiß Kapseln irgendwas schief läuft. Haben wir Handschuhe angezogen, als wir die Kapseln gedreht haben, ne? Ja, na klar, haben die ganze Zeit irgendwelche Handschuhe gehabt. Wir müssen den Kapselfüllstoff da reintun, der einfach sonst auch in so scheiß Kapseln drin ist. Und dann haben die einfach vergessen, Wirkstoff da reinzutun. Deswegen sag ich ja, wir nehmen das Pardon zu Milchzucker. Wir nehmen das. Laktose. Keine Marshmallows. Man kann echt keinen Spaß mehr mit der haben, ne? Nee, die wird einfach zu vernünftig. Ein Scheiß. Das werde ich auch sehr bald wieder ändern. Und dann wird der Spielleiter wieder weinend auf dem Stuhl sitzen und denken, warum machst du das? Warum tust du das? Warum bist du so schlimm? Das kannst du doch nicht machen! Du Monster! Ja, so lieben wir dich alle. Ja, so bin ich ja auch. Nach aber, das kann ich nicht. Aber das kann ich ja nicht jedes Mal machen. So, deswegen ist, ich habe ja letztens schon mal auf einen Kommentar geantwortet, es muss ja auch mal was Besonderes bleiben. Ich kann nicht jedes Mal so asozial sein. Ich bin doch asozial genug. Du bist asozial. Ich droge den Typen, den Jungen zu, spiel ihm vor, dass ich ihn mag und irgendwie sowas ähnliches wie eine, baue sowas ähnliches wie eine Freundschaft zu ihm auf, um hinterher irgendwann mal ihn deutlich zu machen auf über drei Wegen, Wegen und Ecke, genau, über drei Ecke und Wege, dass ich ihn knallhart verarscht habe. Darf ich dich ganz kurz darauf hinweisen, A, dass wir ein Rollenspiel spielen, B, dass wir Shadowrun spielen, was darauf basiert ist, andere Leute auszutricksen und das zu ficken. Das weiß ich doch. Ich wollte euch doch nur deutlich machen, dass ich nicht jedes Mal die Böse sein muss. Doch. Doch, es ist meine Rolle, ja. Ja. Hallo. Wir sind auf unsere Weisen, Art und Weisen gut. Du nicht. Na gut, dann gibt's jetzt ein Marshmallow da rein, so? 5. Awesome. Kannst ja noch Herbs was kochen lassen, was Spezielles. Der fickt mich damit, der Spielleiter. Der fickt mich damit. Quatsch. Und ob er das tun wird. Der Spielleiter würde dich niemals so behandeln. Trolli Hände auf den Tisch. I'm afraid I can't do that. Kann ich doch gar nicht. Mit Marshmallows. Bei Marshmallows ist noch nie was Schlimmes passiert. Der sagt mir jetzt gleich wieder, ich soll den Zauber nicht wegnehmen. Der guckt mich schon wieder an. Der fickt mich damit. Aber aufs Ärgste. Also, was packt ihr rein? Ich erwarte in 5 Sekunden eine Antwort. Marshmallows macht Flummi rein, hat sie gesagt. Also, Ende der Diskussion. Genau, also Kaban würde, wie gesagt... Ja, es kommen Marshmallows rein, tun, so. Aber... Okay, Kaban dreht Sachen. Flummi nimmt die dann. Ja, okay, ich gebe euch das dann. Dreht dann Marshmallows, tut die rein, tauscht die aus. Tja. Schön. Sehr gut! So, wollen wir vorspulen? Lülülülü. Sie sagt aber irgendwann am Ende, wenn alles fertig ist, dass sie Marshmallows reingebastelt hat. Du hast was. Na klar. War doch der Plan. Der Typ ist doch darauf allergisch, oder? Ja, mein Gott, dann juckt's halt mal ein bisschen. Und ich weiß nicht genau, was für eine Krankheit der hat, aber war das nicht irgendwas mit dem Darm? Und wenn du dir nur noch irgendein Allergiezeug in den Darm haust? Aber Billy hat doch gesagt, er kriegt davon nur Hautreizungen. Ja. Steht hier so geschrieben in der Akte. Es gibt sogar Fotos. Es ist halt tatsächlich eine leichte Rötung, die aussieht, als würde sie ein bisschen jucken und man tut sich dann Creme drauf und dann easy. Wenn das die Creme auch austauschen. Dann hast du den der ist für dich unbeteiligt. Wir müssen es ja nicht für dich übertreiben, oder? Ja, aber wenn das schief geht, geht's dem in einer Woche nicht beschissen genug. Hm. Und dann ist alles im Arsch. Ja, aber Allergie ausnutzen, das ist echt schon hart. Wie viele Leute hast du schon umgebracht? Die waren alle bewaffnet.
Ach ja, die aus dem Auto gefallen ist, ist auch die aus dem Auto gefallen ist. Ja, ist auch, die war. Hey, die hat einen Taser. Die hat einen Taser, die war bewaffnet. Oh ja. Der hat einen Rollstuhl, damit kannst du auch Leute überfahren. Ja, oder rausfallen. Ist, also ich meine, der hat mit der ganzen Tochter, Sache nichts kann zu uns echt, tun. Die hat eine der hat eine Tochter, die kann uns echt ficken. Wir müssen los, ich habe keine Zeit mehr, die Pillen umzudrehen. Wir müssen los. Gut, auf geht's. Geht mal, ich komme nicht mit. Genau, wir fahren los. Wie jetzt? Ich kann nicht dahin. Also nicht so ohne weiteres. Es wäre nicht so gut. Ich habe jetzt die Pillen auf Doom gedreht und ihr müsst damit leben. Tschüss. Genau. Raus jetzt, ich habe anderes zu tun. Muss jetzt zu Guso, jetzt zieht uns richtig hart zu. Oh Gott, ja. So, also. Nein, nicht auf dem Run. Ich besorge mir Shit von dem. Ich dachte, du hast Shit. Ja, klar, mich Shit. Aber das ist Guso-Shit. Pass auf, dass der hat dieses gutes Zeug. Okay, schade. Also, du kannst von ihm eine Haschplatte besorgen, das würde natürlich nochmal ein bisschen mehr drücken, aber sonst. Ja, ich will den Jungen ja nicht umbringen, ich brauch den ja noch. Du musst ihn damit nicht umbringen. Bei Hasch ist es nur viel mehr so, dass es dich ins Sofa drückt und du einfach nicht mehr aufstehen kann wirst. Und auch hoffentlich keinen Bock mehr dazu hast, aufzustehen. Selbst wenn du Bock hättest, wüsstest du einfach nicht wie bei einer entsprechenden Menge. Das ist einfach nicht möglich. Gut. Ja, vor allem musst du den zügeln, die Haschkekse zu fressen, weil wenn der sich hier reinschaufelt wie ein Bekloppter, eine Stunde später hockt er da und weiß überhaupt nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Ja, da musst du dann ein bisschen mehr aufpassen. Dann muss ich halt Kekse mit Smarties und Kekse ohne Smarties backen. Ja, das wäre das Einfachste. Ich meine, du hast ja einfach eine vorgefertigte Menge mit und dann mehr kann er halt nicht fressen, easy. Können wir jetzt erstmal die Pillen wegbringen? Ja, sieh, wir sind jetzt quasi über Nacht, habt ihr nochmal gepennt, jetzt seid ihr früh am nächsten Morgen dort, um rechtzeitig das Ding abzufangen, kriegt sie mal um 12, seid ihr so gegen halb oder um 11 da, nehme ich an. Ja. Und wartet. Ja, halt zeitlich. Und zeitig. Im Auto habe ich entsprechend Backup-Sachen dabei, also für den Plan B. Ja. Schrägstrich Plan C. Den mit dem Rennen, ich habe meinen Fuß auf dem Gaspedal. Gute Laufschuhe, ja? Nee, eigentlich, kleine Freunde, die nach hinten Leinen die Heide geben könnten. Gute Laufschuhe. Sehr gut. Also, ballert weit rum, Alter. Macht ihr bitte. Nee, macht ihr nicht. Düse, du merkst irgendwann das Dröhnchen, das wird schon das sein, das ist jetzt ein Dröhnchen, dass es näher kommt. Ich möchte das mal ausschnüffeln, wo das hin möchte. Achso, das möchte nicht nur zu dem Haus, sondern es möchte auch, die haben halt außen so Drohneneingänge, wo dann die Paketdrohnen halt reinfliegen. Und das will dezidiert zu diesem Eingang, wo es halt hin soll, ne? Zu eurem Erdbeermarmelade. Was ist denn das für eine Drohne? Ist es eine gescheite Drohne oder ist es eine Scheißdrohne? Mach mal bitte Computer und Intuition. Plus 2, plus 4 in VR. Ja, VR, klar. Easy. Computer und Intuition, 8C12. Mhm. 4 Erfolge. Cheat? Genau Mittel, gut. Wenn dir das was sagt. Nee, was hast du gerade gesagt? Mittelgut. Also die hat, der Prozessor zum Beispiel ist jetzt nicht das Beste, aber ansonsten ist die halt durchaus solide. Auf Krawall gebürstet. Das nun nicht gerade. Sie ist auch nicht geslaved. Also komplett ohne Brain. Ja. Der Pilot ist halt schon okay, der macht seinen Job gut. Ja. Aber Njetkin ist jetzt auch nicht der Hardcore-High-End-Club. Auf gar keinen Fall. Und ich meine, die Tiger haben schon krasse Drohnen, aber nicht für so einen Typen. Naja, das sind ganz stinknormal. Die liefern ja auch jetzt keinen Zahnarzt-Koks aus oder so irgendwas da drin. Nee, sind schon verschreibungspflichtige Medikamente, aber pff, easy. Für die Masse-Scheiße halt. Ja. Das Zeug, was nicht wirklich hilft. Eigentlich ist egal, ob ihr was austauscht, das hilft sowieso nicht, was er kriegt. Deswegen sind ja die Marshmallows sehr gut. Deswegen habe ich Lumi noch dazu gebracht, ich habe euch quasi geholfen. So, klar. Was brauche ich denn, um einen einfachen Befehl auszuführen, brauche ich einen Mark auf der Drohne? Nee, du brauchst Ach nee, die ist nicht geslaved, ja, dann brauchst du einfach nur einen Mark auf der Drohne. Oder zwei, eins oder zwei, doch. Warte, das müsste ich kurz nachgucken. Ich glaube, zwei waren es. Für einen einfachen Befehl, ein Mark. Warte mal, ich guck mal schon. Ja, aber der Befehl ist ja schon relativ komplex, komm hier runter und lande hier oder so. Motor aus! Ja, da fällt die vom Himmel. Fangst du halt. Du brauchst nur einen Mark vom Owner. Sag doch. Nee, wenn's Ach egal, du brauchst ist einen doch Mark, easy. Alter! Sobald du eins hast, hast du genug, easy. Hast du mir gerade die Erfolge hingestellt, ja? Dann hol ich mir einen Sprite. Nee, das ist noch der letzte Wurf, ich bin ehrlich zu dir. Achso. Das wäre aber schön, ne? Du möchtest ein Hacking von mir wahrscheinlich, ne? Oder ein Electronic Warfare, was möchtest du? Das ist eh dasselbe, alles. Scheißegal. Alles dasselbe, ja. 8, also 10.
Außer du willst das Brute forcen. Dann wäre es nicht ja, dasselbe. Ja, ist nicht unbedingt. 10! Oh, 0 Erfolge bei dir. 4 Erfolge bei... Oh, 4 Erfolge bei mir. Okay, glaub, okay, sehr Ding gut. Also, die Apotheke... Nee, die sexy Krankenschwester, die Pakete bringt, ne? Mit der kannst du jetzt was machen. Erzähl mal. Hier, Frau Doktor. Nee, ist ja eine Krankenschwester. Schwester, mein Katheter ist voll. mit ihren vollen Lippen. Oh, da komme ich gleich mal gucken. Rehaugen, volle Bude, also die haben wirklich hart übertrieben. Kommt sie dann kommt sie dann zu dir runter, ihr Schlurf. Also die Drohne kommt in Sinkflug und kommt bei euch an. Ja, wunderbar. Klappe auf. Die Klappe öffnet sich. Ich guck mir die Pakete an, die drin liegen. Ja, das sind viele, aber die sind ja alle markiert, von daher weißt du, welches ja. ist. Ja, dann gehe ich doch an das Paket ran mit Handschuhen. Ja, natürlich. Das für den Typ bestimmt ist. Hm. Und ich behalte die Straße im Auge. Möchte ich mal dazu wir machen das natürlich im Auto, also sobald das Ding landet, das Ding fliegt mache ich Auto, die Tür auf. Die Tür wieder zu und so weiter. Genau, schon klar. Dass wir im Versteckten sind. Ja. Und dann tausche ich den Sheet aus. Ja. Und eure Kapseln sind minimal größer als deren Kapseln. 2 Millimeter länger. Können wir die Kapseln aufbrechen, die da geliefert werden und können austauschen? Dazu müsste ich mal Flummi fragen, ob das eine Riesensauerei gibt oder ob man das gut hinkriegt. Das kommt drauf an, wie voll die Kapseln sind. Im Regelfall gibt das eine Riesensauerei und Kapseln wieder zu befüllen und das einzeln zu machen, ist eine Scheißarbeit und ist eine Sauerei. Und normalerweise gibt es dafür Kapselfüllmaschinen, die zwar manuell zu bedienen sind, aber das könnt ihr echt knicken und 2 Millimeter merkt er nicht. Also ich sag's mal so, wenn du mir eine richtig gute Fingerfertigkeitsprobe lieferst, kannst du das noch machen. Das. Wie viele Kapseln sind das denn? 20. Brauchst du schon wieder ein bisschen länger. Also möchtest du Geschick, weil Fingerfertigkeit habe ich so gesehen nicht. Du hast kein Palming? Ich habe kein Palming, immer noch nicht. Nie gehabt, so. Werde ich auch nie. Ich bin diejenige, die das richtig. Hat. Du hast noch was? Boah, krass. Na, das konnte ja auch. Keiner rechnen, dass du was kannst. Darüber hast du dich schon zweimal gefreut oder Hallo. So, weil du das jedes Mal Kaban wieder vergisst, dass ich das hab. Kaban hat. Du hast. Also wenn du willst, Kaban, kannst du es versuchen, aber ich erwarte schon ein Jahr Erfolge. Nee, das ist einfach 2 Millimeter meckt er nicht, das läuft. Check dir da einfach rein. Ich bin damit nicht zufrieden mit der Arbeit. Einmal Profis. Ja, hätten wir vorher mehr Details haben müssen. Nein, ihr hattet die Details, die waren vollkommen richtig. Ihr habt halt die falschen Kapseln gekauft, ihr Spackis. Ja. Das Problem war nicht, dass einer von euch einen Fehler gemacht hat, sondern ich ein Wichser bin. Das liegt nämlich daran, du hattest die richtigen Infos, selbstverständlich. Aber die scheiß Wichser von Jetkin haben nicht die richtige Größe da reingeschrieben. Verkaufen sich für größere Penisse, als sie haben, weißt du? Der merkt es. Palms. Also, wie jetzt? Wenn er es nicht machen will, ich kann es nicht machen. So einfach ist es. Der merkt das nicht. Das sind 2 Millimeter, Mann. Wenn der das merkt, Alter, das ist ein alter Kerl, der Morbus Crohn hat. Der hat nichts Besseres zu tun, als seine Pillen zu fressen. Ey. Aber er macht die er gibt ihr die Tabletten nicht. Ist die Frage, sind die farblich aber gleich? Ja. Selbstverständlich. Die haben nicht zufällig die Rezeptur geändert, oder? Moment, 2 Millimeter, wie viel ist denn das? In der Pille ist es eine Menge. Das ist leider richtig. Das ist leider, glaube ich, das ist keine Kapselgröße, aber... Ich halte die ja, wobei, die rechnet man eigentlich in Millilitern, das ist der Witz dabei. Ich kann mich gar nicht sagen, die sind 2 Milliliter größer, sondern... Ja. Das klingt das sehr echt doof. Viel. 5 Moleinheiten mehr. Das wäre sehr wenig. Ja, ich mach das. Gerade wenn er schlecht schlucken kann, merkt er das, ja. Ja. Du machst das. Easy. Easy. Denk ich mal an. Also, mit einem Erfolg, Junge, willst du da Ed benutzen? Ich glaube, das möchte er, ja. Ja. Aber wenn es jetzt um Wahrnehmung ging, dann hätte er wieder 8 Erfolge oder so irgendwas mit 3 Würfeln. Jetzt hätte ich 3 Erfolge. Das geht aber schon. 3 Erfolge, ich bin mir noch nicht ganz im Klaren, ob ich mir das ausreichend finde. Wofür? Je nachdem, was willst du denn? Ihr wolltet doch jetzt euren Füllstoff in die Fremdkapseln tun. Ja, natürlich, es kann sein, dass das nicht ganz reinpasst, aber das merkt er doch nicht, wenn die Sauerei draußen ist. Dann nehmt ihr weniger, das ist ja egal. Eben, ja, wenn die Sauerei draußen ist, merkt er das nicht. Aber die Kapseln wieder unbeschadet auseinander und dann zusammenzufrieden. Das geht. Das ist nicht schwer. Das rein ist nicht schwer. Das geht, ist nur fisselig, aber es geht. Okay, ihr braucht also ein bisschen länger. Mhm. Ich hätte gern nochmal von Düse eine Hacking-Probe.
Oh shit. Ich hab doch einen Mark. Hast du mal einen SR10? Ja, ja. Ich will, jetzt ich will nur übrigens irgendwie... noch angesagt haben, dass wir Masken im Auto tragen. Ja, Billy Face Latex Mask, alles easy. Gut. Nee, es ist nur so düse, ich will es jetzt abstrahieren, ob du nochmal richtig Gutes schaffst, weiterhin alle zu foolen, dass die Drohne auf dem Weg ist und so, weißt du? Drei, ja, das reicht. Aber ich kann doch mal gucken, ob das reicht. Ja, kannst du mal gucken. Los! Easy! Fick you! Fick you! Ich gewinne. Ich bin der Verteidiger. Du bist diesmal wirklich der Verteidiger, weil das System versucht rauszufinden, ob die Drohne auf dem Weg ist und du hast gesagt, ja. Okay. Es dauert ein bisschen länger, Kaban muss friebeln, das ist keine schöne Arbeit, aber man kann auch schwerer sein Geld verdienen. Und dann macht sich die Drohne wieder auf den Weg und fliegt da hoch. Ich hab das hoffentlich nicht in der Drohne gemacht, sodass der Shit in der Drohne ist. Nein! Nee, schön auf deiner Rückbank. Seid ihr eigentlich komplette Rückbank. Vollidioten? Nein! Okay, gut. Naja, bei dem Spielleiter weiß man nie. Alter, so ein Spielleiter, ne? Den willst du keine 2 Sekunden überleben. Das stimmt. Bei dem würde ich auch keine 2 Sitzungen spielen. So ein easy, versteinertes Leute. Brot, Alter. Ihr habt's gerissen. Sehr gut. Du Wichser, Alter, echt. Der muss ja. Der hat einfach... aber gedauert, bis der eingeschlagen ist bei dir. Und ich hab ihn nicht verstanden. Ich hab ihn auch nicht gehört. Ich hab ihn akustisch nicht verstanden. Also, pass auf, Kinder. Wir machen jetzt den Cut. Kann er dir auch erzählen. Ihr habt es noch geschafft. Ihr habt wieder mal einen Menschen schwer geschädigt und ich freue mich sehr darüber. Yay. Und ich würde sagen, ich möchte folgendes. Ich möchte für nächste Woche gern diesmal wirklich schon vorbereitet eine Ausrüstungsliste und falls euch was einfällt über die Woche, was ihr dann noch irgendwie gesondert ansagen möchtet oder was ihr noch planen möchtet, weil nächste Woche können wir das Ding schaukeln, würde ich sagen. Dann macht das vorher, damit ihr schon mal irgendwie Bescheid wisst und dann knallen wir das durch. Also schreibt euch ins Mutti-Heft. Bam! Finde. Wir können, ja? Bitte, nee, Entschuldigung. Das will ich nicht sagen. Ich finde. Jetzt mach auch weiter, bitte. Manchmal ein wenig Geld auf der Straße. Echt? Glückspilz. In meiner Hund, da ist einfach alles mit Geld gepflastert. Das ist schon ziemlich nice. Du hast heute wieder ein starkes Geltungsbedürfnis. Ich wollte mich einfach nur irgendwie rausreden, aber ja, habe ich. Deswegen machen wir das Ganze hier. War das nicht deine Gruppentherapie? Idee? Definitiv Gruppentherapie. Und warst du das nicht, der du uns überredet hast? War das doch, nicht? Doch. Ja, okay, gut. Immer. Würde ich nur versichern. Ja. Wie fandst du denn die neuen? Ja. War okay. Ich meine, es muss noch nicht mehr was rauskommen. Wir waren in einer guten Stimmung, weil wir auch lange Pause hatten, einfach mal schon auch Scheiße zu machen. Da war der Gonorrhoe-Typ dran mit seinem künstlichen Darmausgang, wenn du dich nicht entsinnen kannst. Naja. Hä, nee. Ach, Morbus Crohman. War das nicht eine später? Jetzt bin ich vollkommen verwirrt. Achso, nee, dann haben wir ja sogar was Sinnvolles gemacht. Ihr habt Leute wieder mal kaltblütig verwichst. Das finde ich nicht okay. Entschuldigt, Moment, nee, ganz kurz. Also bitte, es tut mir ja leid, aber ich hatte vom Grundsatz gesagt, wir tauschen ihm nur die Pillen aus, damit es dem ein wenig schlechter geht. Ja. Und dann kam Kaban und hat gesagt, ja. Nicht so dolle. Und dann hat Flummi gesagt, ja, wir machen nicht so dolle. Extra dolle. Nee. Sie hat gesagt, eigentlich könnte man, aber ich möchte nicht. Und dann hast du gesagt, lieber Spielleiter, ich möchte dir ja nicht an den Karren fahren oder dich verunglimpfen, aber du sagtest, hier, Flumse, da kannst du voll da mal Erdbeerzeug reinmischen. Der hat da voll die Allergie gegen. Kaban wollte Milchpulver nehmen, also dieses Milchersatzpulver nehmen. Ich korrigiere, er war tatsächlich gut, aber sie hat mal wieder sich von mir breitschlagen lassen, böse zu sein, ich sehe es ein. Mhm. Geht eindeutig um ihr Kopf, der Kopf. Ja. Und wie wir ja schon mittlerweile wissen, weil wir sind ja voraus. Genau, lieber Zuhörer, so ist es gelaufen.
Mach das bitte nochmal. Hier wird das vorher ausgepiept. Ich habe mich selbst ausgepiept. Das ist voll gut. Mach die Legal Rights und halt die Fresse. Hey, Russian. Auf unter der CC40. Tops Incorporated hat die Rechte und in Deutschland wird sie vertreten durch Pingadon. Und Intro und Outro Music ist Madam Ed mit Russian Tango. Bist zufrieden? Finde ich gut. Dillinger, du hast das letzte Wort. Wie jetzt?